400 Meter Hürden. Edwin Moses, ja, was soll man dazu sagen? Die laufende Legende auf Bahn 1. Aus 6 Vorläufen qualifizieren sich die ersten beiden und dann noch die weiteren 4 Zeitschnellsten. Es muss also bereits im Vorlauf auf Tempo gelaufen werden. Edwin Moses auf Bahn 1. Und er ist ja in diesem Jahr 2-mal geschlagen worden von Danny Harris und von Amadou Diaba. Und ein dritter, der ihn schlug, das war Harald Schmid 1977. Sonst nur Siege für Edwin Moses über 400 Meter Hürden. 4-mal verbessert er den Weltrekord und morgen wird er 32 Jahre alt. Morgen auch ein besonderer Tag für ihn, denn an seinem 28. Geburtstag vor 4 Jahren also lief er in Koblenz Weltrekord 47,02 Sekunden. Edwin Moses klar in Führung, gewinnt seinen Vorlauf überlegen, locker laufend in 49,03 Sekunden auf Platz 2 Henry Amike aus Nigeria. Der Auftakt also verheißungsvoll für Edwin Moses, den Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter. Gratulation von Henry Amike und noch einmal die letzten 50 Meter. Es wird sich zeigen morgen im Zwischenlauf und dann am Dienstag im Finale, ob Edwin Moses noch die Kraft hat, das Stehvermögen, den Biss, der Konkurrenz zu zeigen, wer der wahre Mann auf dieser Strecke ist. Danny Harris wartet, ihn zu schlagen. Und natürlich vor allen Dingen Harald Schmid, der, so meine ich, wohl in der Form seines Lebens ist. Edwin Moses also, überlegener Sieger des ersten Vorlaufes 400 Meter Hürden in 49,03 Sekunden. Und das ist Edgar Itt vom TV Gelnhausen, der Mannschaftskamerad von Harald Schmid, 20 Jahre alt, Student. Sein erster großer internationaler Einsatz. Edgar Itt startet im zweiten Vorlauf auf Bahn 5 und sein schärfster Konkurrent wird sein eben jener Danny Harris aus den USA. Hier haben wir ihn im Bild, der Weltjahresbeste und der Olympia-Zweite von Los Angeles. Auch Danny Harris noch sehr jung, 21 Jahre alt. Danny Harris läuft ganz außen auf Bahn 8. Hinter ihm bleibt die Bahn frei auf Bahn 5. Edgar Itt. Wie gesagt, die ersten beiden qualifizieren sich direkt für den Zwischenlauf, der ja eigentlich schon das Halbfinale morgen ist. Von den Zeiten her kein leichtes Rennen für Edgar Itt. Denn auch der vor ihm laufende Kenianer Chem Oshaka war schneller als er in diesem Jahr. Dritter von rechts, Edgar Itt ganz vorn, ganz in Blau gekleidet. Danny Harris, klar in Führung. Hier haben wir Edgar Itt groß im Bild. Oh, und da hat er Schwierigkeiten an der 7. Hürde. Ist gestolpert, ins Straucheln gekommen, weit zurückgefallen. Welch ein Pech. Der Laufrhythmus gestört. Edgar Itt dürfte keine Chance haben, sich weiter zu qualifizieren. Danny Harris siegt in 48,73 Sekunden und am Ende des Feldes, da läuft Edgar Itt durchs Ziel. Und dabei hat er sich so viel vorgenommen, der junge Gelnhäusner. Ja, hier sehen wir noch einmal den Zieleinlauf von Danny Harris. Innen wird zweiter Max Robertson aus Großbritannien. Die beiden also im Zwischenlauf. Und hier noch einmal das Malheur an der 7. Hürde. Ja, er musste zu lange Schritte machen, um den Rhythmus zu halten, den 13er Rhythmus zwischen den Hürden. Da fiel er fast in das Hindernis hinein, verließ, glaube ich, sogar für einen Augenblick die Bahn. Hoffentlich gibt es keine Disqualifikation. Hier schüttelt er mit dem Kopf. Ja, wir alle hätten uns wohl sein erstes großes Auftreten auf der Weltbühne 400 Meter Hürden anders vorgestellt. Harald Schmid im dritten Vorlauf.
Er hat sich zurückgezogen seit seiner Ankunft hier in Rom. Möchte mit niemandem sprechen, vor allen Dingen nicht mit Journalisten. Das könnte seine Weltmeisterschaft werden. Alexander Wassiljew aus der Sowjetunion. Den Mann kennen Sie sicher auch noch, liebe Zuschauer. Das ist der, der dem Harald im letzten Jahr oder diesem Regenfinale in Stuttgart bei den Europameisterschaften das Siegen so schwer machte und Zweiter wurde. In gut einem Monat wird er 30 Jahre alt, Harald Schmid, Diplom-Sportlehrer in der Zwischenzeit. Wie wird er seinen Vorlauf über 400 Meter Hürden überstehen? Harald Schmid läuft auf Bahn 5. Wassiljew zwei Bahnen hinter ihm auf Bahn 3. Das sind die Favoriten dieses Laufes. Innen Joseph Maritim aus Kenia. Ein flüssiger Lauf von Harald Schmid, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Schon aufgelaufen zum Japaner Omori und zu Ilan Goldwasser aus Israel. Außen der Italiener Angelo Locchi im blauen Trikot, Harald Schmid. Eingangs der Zielgeraden, schon in Führung, aber sehr stark hinter ihm Chris Akabusi aus Großbritannien. Gleich auf mit Harald Schmid an der vorletzten Hürde. Akabusi geht vorbei. Aber die ersten zwei qualifizieren sich. Wassiljew geschlagen. Und das spielt Harald Schmid seine Sportkraft aus. Gewinnt in 49,28 Sekunden vor Chris Akabusi. Und an dritter Position Alexander Wassiljew. Der Europameisterschaft Zweite aus der Sowjetunion muss also hoffen, ob er unter den Besten, unter den zeitschnellsten Vieren ist. Harald Schmid also sicher im Zwischenlauf zusammen mit Chris Akabusi aus Großbritannien. Und an diesem Hindernis, dem 10., werden sich morgen und übermorgen die Entscheidungen abspielen. Wer hat dann noch die Kraft, diese 10. Hürde flüssig zu überlaufen, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen? Edwin Moses hatte Schwierigkeiten. Drücken wir die Daumen, dass Harald Schmid gut durchkommt. Und das ist Larisa Kosicina aus der UdSSR und ihr dritter Versuch bei 1,99. Ausgeschieden. Drei Springerinnen haben diese Höhe überqueren können, nämlich Tamara Bykova, Stefka Kostadinova, Bykova aus der UdSSR, Stefka Kostadinova aus Bulgarien, die Inhaberin des Weltrekordes, und Susanne Bayer aus der DDR. Larisa Kosicina ist jetzt ausgeschieden, übersprungene 1,96. Damit liegt sie in der Reihenfolge vor Heike Radetzky, die zusammen mit der Kubanerin Costa nur noch ihren dritten Versuch hat über die Höhe von 1,99. Und das wäre ja für die Heike, die ja für Leverkusen startet, eine neue persönliche Bestleistung und ganz riesig. Also Bykova, Kostadinova, Susanne Bayer sind vorne. Jetzt Heike Radetzky. 1,96 hat sie geschafft. Sechste dieser Weltmeisterschaft ist sie auf jeden Fall. Und das ist aller Achtung wert. Die gleiche Platzierung wie bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Aber das Feld war hier ungleich stärker. 1,99. Alle Konzentration bei der jungen Studentin. Ach, da war der Respekt vor der Höhe zu hoch. Von der Sprungkraft her kann sie es. Sie hat zu Recht den Beifall des Publikums verdient, unter dem auch sehr viele Zuschauer aus der Bundesrepublik hier sind. Da sehen Sie noch einmal die Zeitlupe. Da fehlt nun doch die letzte Dynamik und Spannung in diesem Sprung. Sie ist hoch über der Latte, kommt dann aber mit den Oberschenkeln runter, reißt sie. 1,96 für Heike Radetzky. Sechster Platz, das ist definitiv für sie in diesem Weltmeisterschaftsfinale. Das ist sehr, sehr respektabel. Wir sind beim Speerwerfen in Führung immer noch Zelesny
oder jetzt Celesny aus der Tschechoslowakei, der Weltrekordhalter mit 82,20 Meter. Und das ist der Mann, der an zweiter Position liegt, Viktor Jevsjukov aus der Sowjetunion, 82,10 Meter, also nur 10 Zentimeter hinter dem Führenden. Wir sind im dritten Durchgang. Tom Petronov aus den USA, zurzeit auf Platz 4. Das ist ja der Mann, der mit dem alten Speer einmal den Weltrekord hielt. Zur Technik vielleicht nachher noch etwas mehr. Knapp 76 Meter für Jevsjukov. Keine Verbesserung. Und wir sollten zu den Halbfinalläufen über 400 Meter der Frauen kommen, denn schon sitzen die Mädchen in ihren Startblöcken. Und im ersten Halbfinallauf ist Helga Arendt aus Hamm dabei. Ganz innen läuft sie auf Bahn 1. Vor ihr Lily Leatherwood aus den USA. Maria Pinikina war das eben aus der Sowjetunion. Helga Arendt also auf Bahn 1, vor ihr Lily Leatherwood, dann Maria Pinikina aus der Sowjetunion, Dagmar Neubauer aus der DDR. Das eigentlich die besten Läuferinnen dieses Feldes. Es gibt drei Halbfinalläufe und wir werden auch noch Ute Timm und Gisela Kinzel sehen. Helga Arendt hat große Schwierigkeiten auf der Innenbahn. Maria Pinikina, die dritte der Weltmeisterschaften von Helsinki, als erste auf der Zielgeraden. Dann Lillian Richardson aus Kanada, ganz in Rot gekleidet. Innen Lily Leatherwood. Pinikina, Richardson, Leatherwood. Ja, nur siebte wahrscheinlich Helga Arendt aus Hamm. Die Zeit 50,82 Sekunden. Maria Pinikina, auch die Halleneuropameisterin über diese Strecke dieses Jahres von Liévin. Für das Finale qualifizieren sich die ersten beiden und dann die zwei Zeitschnellsten. Und da hatten wir eben Stefka Kostadinova, die bulgarische Weltrekordinhaberin, 2,02 Meter übersprungen. Aber da ist sie nicht allein im Wettbewerb. Das hat auch Tamara Bykova aus der UdSSR, ihre Vorgängerin, als Inhaberin des Weltrekords geschafft. Die beiden sind schon über 2,02 Meter. Und damit ist das beste Meisterschaftsergebnis bei großen internationalen Meisterschaften das Ulrike Meifert in Los Angeles bei den Olympischen Spielen und in Athen bei der Europameisterschaft aufstellte, egalisiert. 2,02 Meter, so hoch ist noch niemand gesprungen bei internationalen Wettbewerben. Und jetzt Susanne Bayer, früher ist sie einmal Susanne Helm, ist jetzt verheiratet, die DDR-Athletin, Thüringerin, startet für einen Club in Berlin. Susanne Bayer, DDR, 2,02 Meter. Das wäre Bestleistung für sie und das wäre neuer DDR-Rekord. Denn den hält immer noch Rosemarie Ackermann. Nein, aber dritte, das wird sie wohl werden bei dieser Europa, bei dieser Weltmeisterschaft, die Susanne Bayer. Sehen Sie diese langgezogenen, eigenartigen Anlaufschritte? Sie geht nicht mit den Armen zur Latte hoch, behält die Arme unten. Eine Variation der Technik beim Flock. Also, Kostadinova und Bykova, die beiden Großen im Hochsprung, die sind drüber über die 2,02 Meter. Und ich darf nur mal sagen, dass Heike Redenski mit ihren übersprungenen 1,96 ein achtbares Ergebnis aufgibt. Legt hat hier. Das ist Silvia Costa aus Kuba. Sie hat zwei Fehlversuche über 1,99 gehabt und hat sich ihren letzten Sprung auf die 2,02 Meter aufgehoben. Alles oder nichts, sagt die junge, hübsche Kubanerin. 23 ist sie. Auch schon 2,01 Meter gesprungen als Bestleistung. Aber jetzt 2,2. Ja, die Höhe hat auch sie, das kann sie. Aber sie ist ausgeschieden. Sie landet vor Heike Redetzky auf Platz 5, zusammen mit
Larissa Kosicina aus der UdSSR. Die beiden sind Vierte und Fünfte. Dritte, das steht jetzt fest, ist Susanne Bayer aus der DDR. Egal, was sie noch schaffen wird, aber sie hat ja noch weitere Versuche über 2-2. Das zweite von drei Halbfinalläufen über 400 Meter bei den Frauen mit Gisela Kinzel aus Hamm. Sie läuft auf Bahn 7. Hier die Startaufstellung. Die Favoritin dieser Weltmeisterschaft wird auf Bahn 3 laufen. Petra Müller aus Halle in der DDR, die Weltjahresbeste. Hier haben wir Gisela Kinzel groß im Bild. Sie steigerte sich ja in ihrer persönlichen Bestleistung vor wenigen Wochen beim Internationalen Sportfest in Köln. Aber es wird schwer für sie, das Finale zu erreichen. Charmaine Crooks aus Kanada. Vor ihr Judith Forgatz aus Ungarn. Dann Petra Müller aus Halle. Hier haben wir sie im Bild. Und ganz groß wieder dabei Olga Brischkina. Die sie noch unter ihrem Mädchennamen Olga Vladikina kennen. Die drittschnellste Läuferin aller Zeiten auf dieser Strecke. Die zweite der Europameisterschaft. Jeanine Howard aus den USA. Maria Figueiredo aus Brasilien. Auf Bahn 6. Dann auf Bahn 7. Gisela Kinzel. Und aus, auf Bahn 8. Ilray Oliver aus Jamaika. Eine Stadionrunde, 400 Meter also. Die Saison fiel für Gisela Kinzel ja hervorragend an. Sie belegte den zweiten Platz bei den Hallen-Europameisterschaften in Liévin. Ja, sie muss eine sehr, sehr gute Zeit laufen, um Petra Müller, die wir hier noch einmal im Bild haben, zu schlagen. Und um auch Olga Brischkina zu bezwingen. Die ersten beiden Läuferinnen erreichen direkt das Finale. Gisela Kinzel geht sehr gut an, hat schon etwas vom Kurvenvorsprung eingeholt, ist dann die Jamaikanerin herangelaufen. Zweite von links ist Gisela Kinzel jetzt. Innen im roten Trikot Brischkina, dahinter im blauen Trikot Petra Müller. Jeanine Howard, die dritte der US-Meisterschaften, noch vorn mit dabei. Diese drei Läuferinnen biegen als erste auf die Zielgerade. Gisela Kinzel schon gut 10 Meter zurückgefallen. Petra Müller ganz klar in Front vor Olga Brischkina. Dann Jeanine Howard, USA. Ja, da trudelt sie aus in 50,15 Sekunden und auf Platz 6. Gisela Kinzel. Eins ist sicher, das Finale hat sie nicht erreicht. Und auch an ihre diesjährige Saisonbestleistung dürfte die Läuferin aus Hamm nicht herangekommen sein. Zweites Halbfinale, 400 Meter der Frauen. Petra Müller also die Siegerin vor Olga Brischkina aus der DDR. Dritte Jeanine Howard, USA. Helga Arendt lief im ersten Halbfinale 52,80 Sekunden, also gut eine Sekunde schlechter als ihre diesjährige Saisonbestleistung. Das ist Tom Petronoff, den ich vorhin schon einmal ansprach, den wuchtigen, bulligen Amerikaner. Ein Wurf über die 80 Meter. 80 Meter 46 hat er bislang zu Buche stehen. Ja, der neue veränderte Speer erfordert ja wesentlich mehr Kraft beim Abwurf und die besitzt der Amerikaner. 81 Meter 28, Platz 4 für Tom Petronoff, den Klaus Tafelmeier übrigens als den Geheimfavoriten titulierte. Da haben wir Tamara Bykova aus der UdSSR. Nun, sie hat noch Zeit, sie zieht sich zwar ihre
Schnürsenkel da wieder zurecht, aber noch muss erst die DDR-Athletin Bayer versuchen, 2,2 Meter zu überspringen. Sie hat noch einen Versuch, den zweiten hat sie inzwischen auch gerissen. Aber sie hier, die Tamara Bykova, ist ja mit 28 Jahren keine der jungen Athletinnen mehr in dieser Disziplin. Sie hat heute mit 2,2 Meter eine riesige Leistung vollbracht. Und da sowohl sie wie auch Stefka Kostadinova bisher noch keinen Fehlversuch in der Konkurrenz haben, liegen sie beide gleich auf Platz 1. Dritte, das steht fest, ist in jedem Fall Susanne Bayer aus der DDR. Vierte ist dann Silvia Costa aus Kuba. Fünfte Kosicina UdSSR. Und sechste Heike Radetzky. Aber ich weiß nicht, da geht jetzt doch Tamara Bykova zu ihrer Anlaufmarke. Es könnte also sein, dass Susanne Bayer sich ihren letzten Versuch für die nächste Höhe aufspart, um alles oder nichts zu versuchen. Nein, jetzt kommt auch sie. Sie wird also warten müssen, die Tamara, die ja Sport und Journalistik studiert, aus Rostov am Don stammt und seit Jahren eine der ganz Großen war. Weltrekordinhaberin nach Ulrike Mayfahrt. Und hier haben wir Susanne Bayer. Mit 1,99 ist sie heute schon Bestleistung gesprungen. Und 2,2 Meter im dritten Versuch. Das noch geht heute. Wie gesagt, das wäre auch DDR-Rekord. Den hält immer noch Rosi Ackermann. Die erste Frau, die Cottbusserin, die 2 Meter überhaupt geschafft hat. 10 Jahre ist das her. Aber jetzt Susanne Bayer. ...1,76 ist sie nur groß. Da sind Bykova und Kostadinova im Vorteil von der Körpergröße. So, ihre letzte Chance. Dritte der Weltmeisterschaft ist sie. Und das bleibt sie auch mit übersprungenen 1,99 Meter. Gratulation an Susanne Bayer nach einem großen Wettkampf. Kirsten Emmelmann aus der DDR, aus Magdeburg kommt sie. Sie läuft im dritten Halbfinale 400 Meter der Frauen auf Bahn 3. Dies das Feld, ganz links eben kurz zu sehen. Ute Timm aus Wattenscheid, sie läuft auf Bahn 8. Hier haben wir sie noch einmal mit der Nummer 243, die deutsche Meisterin. Sechste der Olympischen Spiele von Los Angeles, aber die Konkurrenz sitzt ihr im Nacken. Innen Maria Usifo aus Nigeria, dann Franziska Chepkurui aus Kenia, mit der Nummer 95 Marita Payne aus Kanada. Und da haben wir noch einmal Ute Timm. Nicht im Bild hatten wir Olga Nazarova aus der Sowjetunion. Auch sie eine Läuferin, die unter 50 Sekunden rennen kann. Kirsten Emmelmann, vierte von Stuttgart, von den Europameisterschaften im vergangenen Jahr. Verheiratet mit dem Sprinter Frank Emmelmann. Und Ute Timm, ganz außen auf Bahn 8 läuft sie. Fehlstart. Marita Payne, die Kanadierin, die eben aus dem Bild ging, war in Los Angeles vierte. Also zwei Positionen vor Ute Timm. Das ist Diane Dixon aus Brooklyn, zweite der US-Meisterschaften dieses Jahres. Sie läuft auf Bahn 6. Übrigens rechts eingeblendet WR, das ist der Weltrekord, 47,60, gehalten natürlich von Marita Koch, die vor kurzem geheiratet hat, ihren Trainer, jetzt Meyer heißt. CR ist Championships Record, also der Rekord der Weltmeisterschaften, 47,99, gelaufen von 4 Jahren von Jamila Kratochvilova in Helsinki. So, nun ist das Feld ab. Außen
Ute Timm. Da kommt sie jetzt aufs Tempogefühl an. Die richtige Durchgangszeit finden über 200 Meter und dann am Ende nicht abbauen zu müssen. Diane Dixon schon zu ihr aufgeschlossen. Ganz in blau gekleidet laufend. Die Kanadierin schon zurückgefallen. Innen kommt Kirsten Emmelmann. Kirsten Emmelmann als Erste auf der Zielgeraden. Dann Diane Dixon. Noch an vierter Position. Ute Timm. Kämpft Ute. Es geht um eine gute Zeit, vielleicht doch noch ins Finale zu kommen. Emmelmann, Dixon, dann Nazarova, dann Ute Timm und die Zeit 50,53 Sekunden. Ja, da müssen wir abwarten. Vielleicht hat es die Ute Timm geschafft und ist im Finale. Tamara Bykova, 2,04 Meter. Und das überspringt sie auch. Mein Gott, was ist das für eine Athletin. Vor 3 Jahren war sie noch Inhaberin des Weltrekordes mit 2,05 Meter. Und heute im Finale der Weltmeisterschaft mit 28 Jahren. Ach, man kann sagen, besser denn je und klar übersprungen die 2,04 Meter. Das ist die zweitgrößte Höhe, die sie je geschafft hat. 2,05 Meter, das war einmal ihr Weltrekord. Und mit dem Wettbewerb, da gratuliert ihr Susanne Bayer, ist jetzt noch Stefka Kostadinova. 2,4 auch für sie, erster Versuch. Was für ein Wettkampf. Kostadinova, die Bulgarin. Und sie reißt und damit hat zunächst einmal Tamara Bykova die Nase vorn. Aber das haben wir ja schon erlebt in den letzten Tagen, dass die Stefka nicht unschlagbar ist. Sie hat in Zürich verloren gegen die Amerikanerin Louis Ritter, die hier allerdings schon früh ausgeschieden ist. Weit hinter Radetzky zum Beispiel zurückfiel. Ja, da kommt sie doch mit dem Oberschenkel an die Latte, obwohl die Höhe natürlich drin ist bei ihr. Also zunächst führt Tamara Bykova vor Stefka Kostadinova, die den Kopf schüttelt. Die rotblonde, ja, oder brünette Bulgarin. 22, 6 Jahre jünger als ihre Konkurrentin. Sportstudentin aus Plovdiv. Jan Celesny aus der Tschechoslowakei, der Weltrekordhalter im Speerwerfen. Zurzeit nur Zweiter, denn es hat eine Änderung gegeben. Auch nur knapp über die 75-Meter-Marke für den Tschechoslowaken. In Führung zurzeit der Finne Rati mit 82,32 Meter, 12 cm dahinter Celesny und dann weitere 10 cm zurück Jevsjukov aus der Sowjetunion. Das ist die Reihenfolge der ersten drei. Celesny also ist der Mann, der Klaus Tafelmeier den Weltrekord im Speerwerfen wegnahm in diesem Jahr, Ende Mai in Nitra. Ja, da macht den Versuch auch ungültig. 22 Jahre alt. Und da haben wir den führenden Mann im Wettbewerb. Gibt es nach einem finnischen Olympiasieger 84 in Helsinki nur noch einen finnischen Weltmeister, Seppo Rati. Schleudert er den Speer raus, aber auch nur knapp 77 Meter. Das ist ja das Problem bei den Speerwerfern mit dem neuen Speer, dessen Speerpunkt um 4 cm nach vorn verlagert wurde. Deshalb besitzen die Geräte fast keine Flugeigenschaften mehr und da entscheidet der Anstellwinkel, um dem Speer die richtige Flugbahn zu geben, um den Augenblick des Umkippens in der Luft möglichst weit herauszuzögern. 76,52 Meter für den Finnen. Und sie sahen die Weite mit dem Stern versehen. Das ist seine beste Weite. Jörg von Torra hat einen Interviewgast. Ute Timm, bitteschön. In der Tat, herzlichen Glückwunsch erst einmal zu Ihrem vierten Platz, obwohl Sie selbst wahrscheinlich gar nicht so sehr zufrieden sind. Ute Timm, Sie haben sich wahrscheinlich mehr vorgestellt, gell? Der Endlauf und das habe ich ja nicht erreicht. Der Lauf war allerdings sehr hart besetzt. Ich konnte also eigentlich nur Vierte werden in dem Lauf. Die drei, die vor mir waren, hatten halt eine bessere Zeit schon vorher stehen. Und ich habe es halt versucht, bin sehr schnell angegangen, vom Gefühl her. Ich weiß jetzt die Zwischenzeiten nicht. Und habe dementsprechend dann hinten gestanden. Als Sprinterin ist es ein bisschen schwer, die 400 zu laufen.
Sie hatten eine sehr unglückliche Bahn. Vorne mussten sich ihre... Ich einfach ins Blaue hineingelaufen bin. Ich konnte mich nirgends orientieren und habe wahrscheinlich deswegen auch überzogen. Dennoch, ich denke mir, Sie haben sich gut von dieser Weltmeisterschaft im Einzel verabschiedet. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg weiterhin. Schönen Dank, dass Sie kurz bei uns waren. Zum Hochsprung. Ja, und da steht Kostadinova für einen dritten Versuch bereit über 2,04 Meter. Den zweiten hat sie inzwischen auch gerissen. Selbst wenn sie jetzt die 2,04 Meter schafft, bleibt sie immer noch auf dem zweiten Platz. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich den Versuch für die nächste Höhe aufspart, um unbedingt zu gewinnen. Letzte Chance. Ja! Damit ist sie zwar noch Zweite, aber auch die 2,04 Meter von ihr übersprungen. Das ist bei einer internationalen Meisterschaft noch nie da gewesen. Weder bei Europameisterschaften, bei Olympischen Spielen, noch bei der letzten Weltmeisterschaft vor 4 Jahren, dass zwei Springerinnen die Höhe von 2,04 Meter bezwingen können. Stefka Kostadinova, schnell im Anlauf. Größer als Bykova und sprungkräftig. So, es geht weiter zwischen den beiden. Tom Petranov, sein vierter Versuch. Und er ist immer noch Vierter. Der Anlauf kann man da fast gar nicht nennen, was der Amerikaner dort fabriziert. Auch nur etwa 76 Meter und er macht den Wurf ungültig. Ja, bei 80 Meter fängt die Weltklasse heute an mit dem neuen Speer. Beiden über 80 Meter sind absolute Weltklasse. Und ich sollte vielleicht ganz kurz noch sagen, dass Gisela Kinzel 52,66 Sekunden lief. Ja, und das andere dann vielleicht später, 100 Meter der Männer. Die Vorbereitungen werden getroffen. Und da haben Sie einmal eine ewige Weltbestenliste über die 100 Meter. Calvin Smith aus den USA ist der Weltrekordmann, aber seine 993 vor 4 Jahren sind in Colorado Springs in der Höhe erzielt worden. Die schnellsten im Flachland und auch Jim Hines, der Amerikaner, lief in Mexiko 1968 in der Höhe. Die schnellsten im Flachland, das sind Ben Johnson und Mel Letterny. Dieter, ganz kurz, wenn wir richtig gerechnet haben, liebe Zuschauer, dann haben nicht nur wir uns getäuscht, dann hat sich auch Ute Timm getäuscht. Denn mit ihrer Zeit von 51,23 Sekunden ist sie im Finale über 400 Meter der Frauen. Das wollten wir Ihnen noch ganz schnell sagen. Also, Ute Timm kann sich freuen. Sie ist im Finale 400 Meter Frauen dabei. So, jetzt haben wir das Feld der 8. Zunächst einmal die Namen. 4 Europäer, 4 Sprinter aus Amerika. Viktor Bryshkin wird auf Bahn 1 starten. Dann Pier Francesco Pavoni, der Italiener. Sie erinnern sich vielleicht, im Halbfinale im Auslauf verletzt, aber er ist dabei. Raymond Stewart, Jamaika. Attila Kovac, Ungarn. Ben Johnson, Kanada. Carl Lewis, USA. Lee McRae, USA. Der hat dem Österreicher Berger den Endlaufplatz zeitgleich, aber eben doch mit dem Oberkörper weiter vorne weggeschnappt. Linford Christie, Großbritannien, der Europameister. Tja. Das Duell, Lewis, Johnson, während wir hier Lee McRae, den Amerikaner, haben. Beide sind sie fast gleichaltrig. Der Ben Johnson aus Kanada, der aus Jamaika stammt, der Carl Lewis. Aber wir müssen zurückgehen zu Tamara Bykova. 2,06 Meter, das ist sie noch nie gesprungen. Nur 2 Zentimeter weniger ist der Weltrekord. Ihr erster Versuch, sie führt in der Konkurrenz. Fehlversuch. Da stimmte die Koordination nicht ganz, aber das ist noch drin. Mein Gott, ist das spannend, dieser Hochsprungwettbewerb. Da haben wir Carl Lewis. Dreifacher Goldmedaillengewinner in Helsinki vor 3 Jahren bei der Weltmeisterschaft. 100, 200 Staffel- und Weitsprung-Olympiasieger vor 3 Jahren in Los Angeles. Rechts, das ist Bryshkin aus der UdSSR. Dann hier mit der 601 auf dem Rücken in der weißen Trainingshose Pier Francesco Pavoni, der Italiener. Und auch Kostadinova reist. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt mit unseren eigenen Kameras. Wir haben ja 5 zusätzlich hier im Stadion stehen. Natürlich immer wieder zu den Hochspringerinnen, das ist verständlich. Und hier ist er, Ben Johnson. 9,95 seine Zeit.
in Köln gelaufen. Das Schnellste, die 5 schnellsten Zeiten in diesem Jahr. Vor 10 Jahren, da hat ihn sein Trainer Charlie Francis entdeckt. Und da hat der Junge gesagt, was muss man denn laufen, um ganz groß zu werden. Ganz groß ist er schon. Hier, jetzt links im Bild, Carl Lewis. Was die Zahl, die Sammlung der Medaillen betrifft. Die beiden sind nebeneinander auf den Bahnen, während wir hier noch einmal Lee McRae haben. Bahn 5 ist Johnson, Bahn 6 ist Carl Lewis. Lee McRae und dann links Linford Christie aus Großbritannien. Der Europameister, vielleicht der Kandidat auf Platz 3. Um den Sieg wird es wohl nur gehen zwischen Johnson und Lewis. Sie können ja noch wetten. Um den dritten Platz vielleicht zwischen Christie und Raymond Stewart. Aber hier ist er, Ben Johnson. 26 Jahre. Die Italiener meinen 25. Ich bleibe dabei. 26 ist er. 5 Monate älter als Carl Lewis, der neben ihm steht. Bei den bisherigen internationalen Meisterschaften war immer einer dominierend. Da wusste man vorher schon, wer gewinnen kann. Jetzt ist alles offen. Johnson, der ungeheuer explosiv am Start ist, aus den Startblöcken heraus schnellt, fast heraus springt. Lewis, schwächer am Start. Aber nach 60 Metern, da kommt er. Wenn Johnson ihm bis zur 60-Meter-Marke nicht mehr als 1,5 Meter abnehmen kann, hat Lewis für mich eine Chance. Wir werden es sehen. 100-Meter-Finale bei dieser Weltmeisterschaft. Mit ungeheurer Spannung erwartet von den 50.000 von uns. Das sind die beiden. Rechts Ben Johnson, der bullige. Links der größere, der elegantere Läufer, Carl Lewis. Das direkte Duell zwischen beiden bisher. 8-mal war Lewis besser, 5-mal Johnson. Aber das zählt alles nicht mehr, das war. Jetzt ist 100-Meter-Finale bei der WM in Rom. Ja, da ist Johnson ein wenig aus dem Rhythmus gekommen. Aber er führt. Lewis liegt klar dahinter. Johnson vorne. Das gewinnt Johnson. Johnson, Lewis, Raymond Stewart, Jamaika. Und 9,84 Sekunden. Jetzt warten wir auf den Rückenwind. Das wäre ein neuer Weltrekord. Ja, das ist er. 0,95 Rückenwind. Das ist zulässig. Ben Johnson ist der Weltmeister der Kanadier. Und was ich gut finde, jetzt kommt Carl Lewis zu ihm und gratuliert ihm. Das ist eine große Geste. Ben Johnson, der schnellste Mann der Welt bei dieser Weltmeisterschaft. Und mit dem fantastischen Weltrekord von 9,84 Sekunden. Was für ein Athlet. Ben Johnson. Standing Ovations. Der 50, ach, es sind wahrscheinlich 60.000. Und natürlich seiner Landsleute hier im Olympiastadion in Rom. Vor 27 Jahren war Armin Hare hier Olympiasieger. Das war eine große Leistung. Aber dieser Sprint hier gut. Wir sind ein gutes Vierteljahrhundert weiter. Der hat alles in den Schatten gestellt, was wir bisher gesehen haben. Sehen Sie, da kommt er ein bisschen aus dem Rhythmus. Die kurzen, wirbelnden Schritte, aber zu explosiv am Start. Und bei Hälfte der Distanz, jetzt werden die Schritte auch von Johnson länger. Lewis bemüht sich. Auch die Zeit von Lewis wird klar unter 10 Sekunden sein. Johnson, Lewis, dann Raymond Stewart aus Jamaika, der Dritte. Lee McRae, USA, der Vierte. Und noch einmal die beiden. Schnellerer Tritt von Johnson am Start, aus den Blöcken heraus. Lewis kann nicht mehr verkürzen. Und das ist das Überraschende für mich in diesem Rennen gewesen, dass Johnson auch nach 60 Metern nicht nachgelassen hat. Tamara Bykova, zweiter Versuch, 2,06 Meter. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Oh, der war knapp. Sie führt noch. Sie führt immer noch im Wettbewerb vor Costa Dinova. Da haben wir links den Dritten, Raymond Stewart, gehabt. Das Interesse gilt ihm, Ben Johnson. Seine Mutter kam mit 7 Kindern aus Jamaika. Ganz arme Verhältnisse nach Kanada. Und dann nahm ihn sein Coach Charlie Francis unter seine Fittiche. Ein ehemaliger Sprintmeister Kanadas. Dem hat er viel zu verdanken. Der hat ihn geformt.
Ein Mann, der auf die gesamte Durchbildung des Körpers unglaublich viel Wert legt, das sieht man ja. Da sehen Sie, viel schneller die Hände oben am Start, richtet sich früher auf, kommt schneller in den Laufrhythmus. Links Lewis, rechts Johnson. Und jetzt kommt die Bestätigung im Stadion. Neuer Weltrekord. Die Zeit von 9,84, die wir hatten, die ist ja noch inoffiziell. Wir werden abwarten müssen, was die offizielle Zeitmessung betrifft. Aber ich meine, dass es ein neuer Weltrekord ist, ist ja klar bei dem, was bisher als Weltrekordzeit dastand. 9,93 von Calvin Smith. Und diese Zeit ist im Flachland erzielt, nicht in der Höhe. Tja, diese Leistung, dieses Rennen stellt natürlich alles in den Schatten, auch das Speerwerfen. Wir sahen wieder Rati Seppurati, den Finnen, der auf Platz 2 nun zurückgefallen ist. Wieder mit 82,32 Meter. Jevs Jukov warf 82,52 Meter, also 20 Zentimeter weiter. Hier lösen sich die Führenden zentimeterweise ab, möchte man fast sagen. Es war der letzte Versuch für den Finnen. Kann sich also nicht mehr verbessern. Zweiter Platz für Seppurati aus Finnland. Und während dieses erregenden Hochsprung 100 Meter Finals, verzeihen Sie, meine Damen, Stefka Kostadinova, zweiter Versuch, 2,06 Meter und den überspringt sie und dreht den Spieß um, ist jetzt erst im Wettbewerb. Stefka Kostadinova, 2,06 Meter, im zweiten Versuch übersprungen, eine Höhe, die sie auch, wenn ich das flüchtig jetzt sehen konnte, ganz klar drin hatte. Der Bogenanlauf, sie geht mit der einen Hand zur Latte hoch, ja, ganz klar übersprungen, 2,06 Meter. 2 Zentimeter nur unter dem Weltrekord und sie hat jetzt noch eine Chance, Tamara Bykova. Zweite ist sie in jedem Fall mit 2,04 Meter. Einen Versuch hat sie noch über 2,06 Meter. Das wäre für sie neuer sowjetischer Rekord, aber sie hat ohnehin einen riesigen Wettkampf hier geliefert. Es ist klar, hier im Stadion ist unglaublich viel Unruhe im Augenblick nach diesem fantastischen Sprint von Ben Johnson, auf dessen offizielle Zeit wir immer noch warten. Klar ist, dass es einen neuen Weltrekord gegeben hat. Tamara Bykova. Die Geher im Übrigen, das heißt Zwischeninformation, haben jetzt eine Dreiviertelstunde zurückgelegt, werden also in etwa 35 Minuten hier im Stadion sein. Da gibt es eine ziemlich geschlossene Spitzengruppe. Da wissen wir nicht, wo unser bundesdeutscher Athlet liegt, aber das hat noch Zeit. Jetzt Tamara Bykovas letzte Chance. Sie ist die Weltmeisterin gewesen in Helsinki vor 4 Jahren, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Damals mit der Höhe von 2,01 Metern, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Vor Ulrike Meifert, 1,99. Dann war ja die Uli Olympiasiegerin. Und Stefka Kostadinova hat das alles dann geändert mit ihrer Europameisterschaft zur Folge im vergangenen Jahr und ihren Weltrekorden. Und heute führt sie auch wieder mit 2,06 Meter. Ah, sie hat gepokert. 2,08 Meter liegen auf. Das ist Weltrekordhöhe. Alles oder nichts. Tamara Bykova. Wenn sie das schafft, ist sie fort. Egalisiert den Weltrekord. Wenn nicht, ist sie Zweite mit 2,04 Meter. Ein bisschen Make-up ist auch noch dabei vor dem Wettkampf. Das war zu viel für sie dennoch. Eine große Leistung der sowjetischen Athletin. 2,04 Meter. So hoch ist noch nie eine Athletin gesprungen, die nur Zweite wird in einem Wettbewerb. Tamara Bykova aus der UdSSR. Dritte, das haben wir vorhin gesehen. Susanne Bayer aus der DDR. Sechste, das wissen Sie, Heike Radetzky mit 1,96. Weltmeisterin nach ihrem Titel in Stuttgart bei der Europameisterschaft. Stefka Kostadinova, da hat Heike Radetzky gerade Tamara Bykova gratuliert. Alle kommen sie zu ihr zurecht. Und bei Jörg von Torra steht Ben Johnson. Ja, wir haben Ben Johnson hier. Wir freuen uns natürlich
Ben, congratulations. Did you expect that great victory and did you expect that world record, that tremendous world record? Ich habe ihn gefragt, ob er den Sieg erwartet hat und auch einen neuen Weltrekord obendrauf. Well, I was running pretty good all season long. 9:05 in Cologne and 2 days later 9:07 in Zurich. So I'm getting ready for this meet, mostly in the season. Er hat eine sehr gute Saison hinter sich, hat er gesagt. In Köln ist er hervorragend gelaufen, war dicht dran und darum konnte er fast ein bisschen damit spekulieren, dass es hier klappt. What about Carl Lewis? Was he as strong as you thought? Well, you know, he was running good all his rounds, you know, 10:05, 10:03, and I just keep my cool. I guess he's trying to set me up, but I know I'm ready to go and just trying to give it all in the final. Ich habe ihn gefragt, ob er der Meinung war, dass Carl Lewis so stark war, wie er es auch erwartet hat. Und Ben Johnson hat gesagt, auch Carl Lewis hat eine gute Saison hinter sich. Er hat hier vor allen Dingen bei den Vorläufen in Regelmäßigkeit überzeugt. Aber er war selbstbewusst, dass er ihn würde schlagen können. Und das hat er getan. What's next, Ben? Next year I'm going to go home after this and get ready for Seoul next year. I'm going to increase my speed, my endurance and also going to do the same thing next year. Okay, thanks so lot. Also, er bereitet sich auf Seoul vor, auf die Olympischen Spiele, denn der Olympiasieg, der fehlt ihm noch in seiner Sammlung. Dritter war er 1984, die Krone soll nächstes Jahr kommen. Das war's, ich gebe wieder hoch zu unseren Reportern. Ja, und da versucht Stefka Kostadinova die Weltrekordhöhe von 2,09 Meter. Übrigens die offizielle Zeit von Ben Johnson, 9,83 Sekunden, also noch eine Hundertstel besser. Und das heißt, um eine Zehntelsekunde ganz genau hat er den Weltrekord von Calvin Smith verbessert. Unglaublich. Jetzt Stefka Kostadinova. Der zweite Weltrekord heute Nachmittag. Das geht noch, das geht noch. Die Zeiten. Johnson 9,83. Lewis 9,93. Egalisiert den alten Weltrekord von Calvin Smith. Ich sag's Ihnen, während Sie noch einmal Stefka Kostadinova sehen, die 2,09 Meter im ersten Versuch nicht geschafft hat. Klar gerissen. Der dritte, Raymond Stewart, Jamaika, 10,08, persönliche Bestleistung. Christy, der Brite, war Vierter mit 10,14. Dann der Ungar Kovac, Brüschkin, Sowjetunion, McRae, USA, Pavoni, Italien. Verletzt, er trat an. Er kam nur mit 16 Sekunden ins Ziel. Das spielt keine Rolle. Ich verstehe es, dass er hier antreten wollte. Und Stefka Kostadinova ist Weltmeisterin und hat noch zwei Versuche über die Weltrekordhöhe. Ich glaube, bei Jörg von Torra steht gute Tim. So ist es. Und wir haben sie extra nochmal zurückgeholt, die Ute Timm, weil ihr Platz bestätigt worden ist, weil sie im Finale ist. Zunächst einmal, Sie haben sich unheimlich gefreut, als Ben Johnson Weltmeister geworden ist. Warum haben Sie auf ihn gesetzt? Ja, ich habe einfach gedacht, dass er gewinnen wird. Ich habe in internationalen Rennen vorher schon gesehen, dass er bei Gegenwind immer sehr gute Zeiten gelaufen ist. Und es war für Carl Lewis halt schwer, weil er wusste, dass es ein guter Starter ist, dann locker zu bleiben. Und es hat dann halt gereicht. Ihre Finalteilnahme ist für Sie jetzt wirklich auch eine große Überraschung, nachdem Sie eben schon ein bisschen down bei uns vor den Kameras waren. Wie ist das denn eigentlich überhaupt gelaufen bei Ihnen? Sie waren im Vorfeld eigentlich in großer Form. Dann sackte das hier in Rom so ein bisschen ab. Haben Sie zu Hause, ich sag mal, nicht so die rechte Vorbereitung gehabt? Ich habe im Trainingslager, also vermute ich, in der Höhe etwas überzogen im Training und habe, als ich runtergekommen bin, in Köln einen 400-Meter-Lauf gemacht. 4-5 Tage später in Berlin noch mal gelaufen. Ich vermute, dass das alles ein bisschen viel war. Und bin ich etwas müde geworden und war dann etwas unsicher, ob ich es noch schaffen würde mit der Form. Gute, trotzdem viel Erfolg und viel Erfolg beim Finale vor allen Dingen. Wir gehen noch mal wieder schnell zum Hochsprung. Und da ist Stefka Kostadinova. Zweite Chance. 2,09 Meter. Oh, das ist der zweite Weltrekord innerhalb von 10 Minuten in Rom. Stefka Kostadinova, 2,09 Meter. Um einen Zentimeter verbessert sie ihre Bestleistung. Was für ein Auftakt am zweiten Tag, am ersten richtigen Wettkampftag dieser Weltmeisterschaft. 22 Jahre alt ist sie, kommt aus Plovdiv, in Bulgarien, die Sportstudentin. 2,09 Meter. Unglaublich gut technisch. Und da sind noch Zentimeter drin. Das war ein Sprung, der war höher als 2,10 Meter. Und wieder steht an der großen Videomatrix-Tafel im Stadion Nuovo Rekord Mondiale. Diesmal für Stefka Kostadinova. Ja, jetzt will sie es selber sehen. Die Athleten haben ja die Chance, auf dieser Anzeigetafel das selbst sehen zu können, was sie geleistet haben. Nicht während des Wettbewerbs.
Da kann eine Hochspringerin ohnehin nicht hinschauen. Stefka Kostadinova. Das ist ihr dritter Weltrekord. Da ist die Anzeigetafel, aber das Bild, das sich augenblicklich bietet, da kann sie sehen. Ihren Sprung in Zeitlupe. Das ist ein kurzer Schritt. Drei Schritte vor dem Absprung und dann riesig übersprungen von der Bulgarin. Ihre Stationen bisher 2,7 Meter und 2,8 Meter im vergangenen Jahr als neue Weltrekordhöhen. Und jetzt 2,09 Meter. Tja, wir haben sie auch schon gehabt bei uns in der Bundesrepublik bei Wettbewerben. Da konnte man sehen, wie schnell sie ist im Anlauf. Sprungkraft ohnehin. Erste Interviews, verständlich. Und Freude, ob sie noch mal weiterspringen wird? Nein, Interviews jetzt nicht. Vielleicht versucht sie noch mal einen draufzupacken. Ja, Dieter, ich habe gehört, dass sie, um noch besser zu werden, im Winter an die 5 Kilogramm abgespeckt hat, um mehr Schnelligkeit, mehr Sprungkraft zu bekommen. Tamara Bykova gratuliert ihr. Die beiden können sich zurecht freuen. Die eine über ihre Platzierung und die besprungenen Höhen. So, und ich glaube, der zweite große Mann im Sprint ist bei Jörg von Torak. Carl Lewis. Das ist Carl Lewis, der zweite große Mann. Congratulations for your second place, Carl. What did you tell Ben when you finished the race? Well, great race. Ben ran an excellent race. I'm disappointed in my race because I felt I could have run better. But he ran a great race. He set a world record. I can't complain. Ich habe ihn gefragt, was er dem Ben Johnson gesagt hat, als er spontan zu ihm hinübergelaufen ist. Und Carl Lewis hat gesagt, er hat ihm natürlich gratuliert, weil Ben ein Riesenrennen gelaufen ist. Carl Lewis selbst war nicht ganz so zufrieden mit seinem Lauf, weil er halt sehr spät aus den Startlöchern gekommen ist und weil er dann keine Chance mehr hatte, den Ben Johnson einzuholen. What about the new world record? Well, it's his. I'm pleased with my time. I set a personal best and I didn't feel I ran that well. So I'm just looking, you know, I hope that things turn around and I have the rest of the season to run and I'm looking forward to a great year. You're going to attack that world record? Well, ob er einen neuen Weltrekord angreifen will, würde ich wissen. Well, I have a few days off, so hopefully it goes. Er hat also noch ein paar Tage Zeit in seiner Karriere, er will es versuchen. Schönen Dank, thanks, Carl. Und wir machen weiter mit unseren Reportern. Ja, und mit dem Finale über 100 Meter bei den Frauen. Nun erwarten Sie nicht auch noch den dritten Weltrekord, liebe Zuschauer, obwohl hier ein Weltklassefeld am Start ist. 7 der 8 Läuferinnen waren schon schneller als 11,0 Sekunden. Diane Williams zum Beispiel 10,93. Sie kommt aus den USA. Angela Isayenko Taylor aus Kanada, so gut wie nie, nachdem sie Mutter geworden ist aus Kanada. Dann Heike Drechsler aus Jena. Ja, hoffentlich erwischt sie jetzt einen guten Start. Merlin Otti aus Jamaika. 10,87 Sekunden in diesem Jahr. Dann Silke Gladisch aus Rostock. 23 Jahre alt. Annelia Nuneva, beide 10,86 Sekunden in dieser Saison. Und außen Angela Bailey aus Kanada, auch schon 10,98 Sekunden gelaufen. Nur Pam Marshall aus den USA, die auf Bahn 1 laufen wird, hat die große Zeit, die große Barriere von 11,0 bisher noch nicht unterbieten können. 10,82 Sekunden, Sie haben es gesehen, lief Silke Gladisch im Halbfinale mit zu starkem Rückenwind. Jetzt hat der Wind gedreht, weht ein wenig von hinten. 10,76 der Weltrekord von Evelyn Ashford. Sie qualifizierte sich nicht für die amerikanische Mannschaft. 10,81 Sekunden der Europarekord von Marlies Göhr aus Jena. Die Ausschied im Halbfinale. Das Ende einer großen, erfolgreichen, über so viele Jahre andauernden Karriere. Wird ihre Nachfolgerin hier heute gefunden? Vielleicht im eigenen Lager? Heike Drechsler oder Silke Gladisch? Oder ist es Angela Isayenko mit der Nummer 88? Neben ihr die Hände aufgestützt. Vor dem Startblock Bahn 2, Diane Williams. Der Pfiff der Kampfrichter ist ertönt.
Gleich werden die 8 Finalisten aufgerufen, sich in die Startblöcke zu kauern. Heike Drechsler, die blonde Weltrekordhalterin über 200 Meter und im Weitsprung mit der Nummer 287. Mit dem gelben Trikot und der grünen Hose Merlin Otti aus Jamaika. Die dritte von Los Angeles von vor 3 Jahren. Und dann links daneben Silke Gladisch, etwas untersetzt. Sehr kräftig, erinnert etwas an Renate Stecher, die Olympiasiegerin und Ex-Weltrekordhalterin aus der DDR. Links Drechsler, rechts Isajenko. Isajenko, dritte von rechts, vierte von rechts, Heike Drechsler. Dritte von links, Silke Gladisch. Wieder ein schlechter Start von Heike Drechsler. Aber Silke Gladisch wieder hervorragend aus den Blöcken gekommen. Sie führt für Nuneva. Silke Gladisch wird Weltmeisterin in 10,91 Sekunden. Erst in diesem Jahr lief sie zum ersten Mal unter 11 Sekunden, nachdem sie ja schon über Jahre hinweg mit der 4x100-Meter-Staffel der DDR von Weltrekord zu Weltrekord eilte. Nun ist sie auch solo in der Einzeldisziplin die Beste. Silke Gladisch aus Rostock, die aus Warnemünde an der Ostseeküste stammt, ist Weltmeisterin 1987. Zweite, und das müssen wir uns gleich noch einmal in der Zeitlupenwiederholung ansehen, höchstwahrscheinlich Heike Drechsler. Doppelerfolg für die DDR über 100 Meter bei den Frauen. Denn nach dem Rücktritt von Marita Koch, nun also wieder eine Weltklasse-Athletin aus Rostock, aus dem Trainingsstall von Wolfgang Mayer. Und hier können Sie sehen, wie Heike Drechsler den Vorsprung der anderen Läuferinnen aufholen muss durch ihren schlechten Start. Ja, sie schiebt sich auf die letzten 5-6 Meter nach vorn. Heike Drechsler, zweite, Merlin Otti, die Jamaikanerin, auf Platz 3. Und hier haben wir sie drei alle nochmal zusammen. Links Gladisch, in der Mitte Merlin Otti, rechts Heike Drechsler. Ihre Zukunft dürfte mit Sicherheit auf der 200-Meter-Strecke liegen, die sie aber in diesem Jahr hier bei der Weltmeisterschaft nicht läuft, weil dieser Wettbewerb mit dem Weitsprung kollidiert. Noch einmal das Finale, 100 Meter der Frauen und mit der Siegerin Silke Gladisch. 10,91 Sekunden also, Silke Gladisch, Weltmeisterin, zweite Heike Drechsler, beide aus der DDR. Sind noch einmal beim Speerwerfen, Seppo Raati, der Finne. Ja, ein weiter Wurf. Bisher führt ja Jewsjukow aus der Sowjetunion mit 52,52 Meter. Und ich sagte, hier geht es um Zentimeter. Die Führenden wechseln sich ab. Einer der jungen Werfer aus der großen Garde der berühmten finnischen Speerwerfer. 53,54 Meter für Seppo Raati. 2 Zentimeter weiter als Jewsjukow. Seppo Raati also in Führung im Speerwerfen der Männer. Raati also mit 83,54 Meter vor Jewsjukow, 82,52 Meter und dritter der Weltrekordhalter Celestny aus der Tschechoslowakei, 52
Meter 20 und Jörg von Theurer hat einen neuen Interviewgast. Manfred Blöder, und das sah nur so aus, weil die beiden erfolgreichen DDR-Athletinnen jetzt erst zu ihrem Programm gehen. Verständlicherweise sollten wir noch einen Augenblick warten. Das DDR-Fernsehen macht zuerst die Interviews mit Silke Gladisch und mit Heike Drechsler. Und dann haben die Damen uns versprochen, kommen sie zu uns. Na, das ist doch auch prima. Vielen Dank. Ein Blick zum Gehen, Dieter. Ja, und da ist ein Oldtimer mit an der Spitze, rechts im weißen Trikot. Das ist der 30-jährige Turiner Maurizio Damilano. Ein Mann, der seit Jahren zur internationalen Spitze, zur Weltspitze gehört. Und links, jetzt muss ich versuchen, obwohl das Bild ein bisschen unscharf ist, herauszufinden, wer es ist. Das müsste Mercenario, ja, das müsste. Und das ist Carlos Mercenario aus Mexiko. Aber die anderen, die sind nicht weit weg. Dann kommt mit der Nummer 400 und, ja, wenn ich es richtig erkennen könnte, 78, das ist der DDR-Geher. Da muss ein Fehler sein bei dieser Einblendung, denn ich habe da Axel Noack erkannt. Marin, der Spanier, Mostovic aus der UdSSR, die sind da noch mit dabei. Er ist schon weiter zurück, er ist schon weiter abgeschlagen. Das ist Mostovic gewesen. Aber hier haben wir Maurizio Damilano, den Italiener. Er war viele Jahre in der Spitze. Olympiasieger 1980, vor 7 Jahren. Dritter in Los Angeles. Im vergangenen Jahr, vielleicht erinnern sich die Geher-Freunde unter Ihnen daran, bei der Europameisterschaft in Stuttgart über 50 Kilometer disqualifiziert. Und man muss natürlich, auch wenn die Geher nachher in etwa 15 Minuten hereinkommen ins Stadion, abwarten, was die Gehrichter sagen unterwegs von der Strecke, was sie zu berichten haben. Maurizio Damilano, 20 Kilometer. Nach den Runden im Stadion ging es raus auf die Strecke, weg vom Olympiastadion, entlang des Tibers. Auf einen Rundkurs, der sechsmal zu durchgehen war, sechsmal 2500 Meter, dann wieder zurück. Und das sind die beiden führen. Links der Italiener, 30 Jahre alt im weißen Trikot, Damilano. Rechts neben ihm Carlos Mercenario, 20 Jahre. Der zweitschnellste Geher auf der Bahn über diese Distanz. Und Sieger des Weltcups in New York im Mai. Wenn man ein bisschen auf die Füße achtet, das sieht sehr flüssig aus, aber Damilano war so oft in der Gefahr, dass er disqualifiziert wird, weil eben doch beide Füße plötzlich vom Boden weg sind. Und das ist nach der Regel nicht erlaubt. Da versucht Damilano zu verschärfen, der junge Mexikaner hinten dran. Die Temperaturen jetzt nicht mehr ganz so hoch wie heute Nachmittag, dennoch für die Geher schon eine Riesenanstrengung. Erstaunlich wenig Zuschauer an der Strecke. Obwohl doch die Italiener immer so mitgehen, wenn einer der ihren mit vorne dabei ist. Das ist ja Damilano. Ich sollte Ihnen noch sagen, dass der Hochsprung der Damen beendet ist, dass Stefka Costa die Nova nicht mehr weiterspringt, also mit dem Weltrekord von 2,9 Meter gewonnen hat. Und bei Jörg von Theurer die DDR-Sprinterinnen. So hoffe ich. Auf dem Wege. Okay, we'll go this way. This way. This way. Ihr müsst hier hinten rum, bitte, weil die Kollegen vom italienischen Fernsehen auch noch. Ja, ganz gut. So, dann kommen die beiden Damen schon zu uns. Kommen Sie ruhig hierher. Frau Gladisch, die Heike Drechsler nehmen wir gleich mit. Es überstürzt sich jetzt so einiges. Die Kollegen vom italienischen Fernsehen senden nämlich auch gerade live. Zunächst aber Ihnen herzlichen Glückwunsch. Ein tolles Rennen mit einer tollen Zeit, obwohl Sie selbst eben gerade dem Kollegen vom DDR-Fernsehen gesagt haben, es war für Sie nicht einmal ein optimaler Lauf, Silke Gladisch. Nein, keineswegs. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen den Start vertrödelt, so hatte ich jedenfalls den Eindruck. Und ich habe dann versucht, aber nicht zu verkrampfen. Und hinten, glaube ich, bin ich noch ein bisschen aufgekommen. Also, das war im Prinzip alles. Sind Sie eigentlich nervös da reingegangen oder waren Sie im Vorfeld ziemlich sicher, dass Sie es diesmal packen könnten? Bei der Europameisterschaft waren Sie noch Vierte. Ja, naja, das. Ich hatte in den vergangenen Jahren im Prinzip immer Pech gehabt. Das waren immer Cup-Jahre. Und ich konnte im Prinzip nur in der Staffel laufen und hatte demzufolge auch ziemlich wenig Wettkampferfahrung bei internationalen großen Wettkämpfen. Und Stuttgart war für mich sehr lehrreich und ich denke, dass ich das hierfür ganz gut verwenden konnte. Ihre Mannschaftskameradin Heike Drechsler hat sich
eigentlich über den zweiten Platz genauso gefreut, wie Sie sich über den ersten. Aber meine Güte, Heike, Ihr Start. Wenn Sie ordentlich starten könnten, ich sage das mal so despektierlich, dann wären Sie vielleicht Weltmeisterin geworden. Ist da noch was zu machen? Ja, sagen wir mal, im Training, die Starts liefen eigentlich immer optimal. Bloß im Wettkampf die ganze Atmosphäre und die Aufregung und so. Man ist so nervlich doch im Stress, dass man, dass ich doch ein bisschen dort meinen Start ein bisschen verpatzt habe. Ich hatte ein bisschen, das war mein erstes internationales Rennen überhaupt, über 100 Meter. Und ist klar, ist anders als bei 200 Metern, muss eben von vorne bis hinten alles stimmen. Ich habe noch Reserven, vielleicht in Vorbereitung dann auf Olympische Spiele, meine Starts besser zu meistern. Ist man dann eigentlich nicht mehr für die 200 Meter geschaffen? Ach nö, eigentlich, ich habe bloß noch nicht so richtig die Gelegenheit gehabt, die 200 Meter zu laufen, aber ich glaube, auch die Weltmeisterschaft, der Zeitplan, der liegt genauso wie zum Olympischen Spielen, dass ich mich hauptsächlich eben auf diese kurze Strecke orientiere. Und ich hoffe, oder ich glaube auch, dass ich noch viele Reserven habe, auch über diese Strecke. Die eigene Konkurrenz ist im eigenen Lande, im eigenen Verband am größten, Heike Drechsler. Ist es eigentlich Rivalität oder baut man sich aneinander auf? Ja, es ist ja klar, es ist ja Konkurrenz, Rivalität und man baut auch aufeinander auf. Also das ist alles ein Zusammenspiel. Natürlich im Wettkampf möchte jeder gewinnen, das ist klar. Und hier zu dieser Weltmeisterschaft hat es sehr geklärt, ich berechtigt gewonnen nach ihrer großartigen Zeit von 10:82 und die vorhergehenden Ergebnisse, die sie schon gebracht hatte. Die eine kommt aus Jena, die andere kommt aus Rostock. Würden Sie eigentlich ganz gerne mal zusammen trainieren, um halt zusammen zu noch besseren Zeiten zu kommen? Oder ist das schon in Ordnung so? Ist schon in Ordnung so. Also ich möchte meine Ruhe haben beim Training. Was heißt das, Sie möchten Ihre Ruhe haben? Dass die Silke im Training doch irgendwo, sag ich mal, den Ablauf beeinflussen würde? Wir haben sicherlich auch schon Start zusammen gemacht. Aber ich meine, ich komme vom Sportclub SC Moder Jena. Und sie kommt vom Sportclub Rostock. Und ich meine, klar, internationalen Höhepunkt, da kämpft jeder, ich meine, in einem geschlossenen Kollektiv. Aber ich glaube, wir haben auch bei uns in Jena gute Sprinterin, mit denen ich zusammen trainieren kann. Aber ich glaube doch, ein Hauptanteil hat bei meiner Leistung im Sprint eben mein Trainer, also Peter Hein. Weiter kämpfen werden Sie auch hier gemeinsam bei der Weltmeisterschaft. Viel Erfolg Ihnen noch beim Weitsprung. Da können wir, glaube ich, noch einiges erwarten von Ihnen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, dann gehen wir weiter. Ich glaube, im weiten Rund ist wieder was los. Ja, im weiten Rund war etwas los von der Kulisse her. Die 50.000 jubelten, als die Bilder kamen, dass sich Maurizio Damilano von seinem Kontrahenten, der Mexikaner, gelöst hat. Hier haben wir einen Geher, der weiter zurückgefallen ist. Das ist Mostovic aus der UdSSR an der Spitze. Das war ganz dramatisch. Sie haben ja noch die beiden zusammen gesehen. Jetzt haben sie es, die Abstände. Das ist nicht allzu groß, obwohl natürlich die Perspektive, die lange Brennweite der Kamera da etwas verzerrt. Vorne der Italiener Damilano im weißen Trikot. Dann Mercenario, der Mexikaner. Dann kommt ein sowjetischer Geher, aber ich kann beileibe natürlich die Startnummer jetzt nicht erkennen. Da versucht einer rechts zu überholen, aus der Laufrichtung her gesehen. Damilano vorne. Und nun doch mehr Zuschauer, die ihn anfordern, anfeuern, Leistung fordern. Ein Schwamm Wasser. Die Läufer schwitzen. Es ist immer noch warm. Ja, da merken Sie aber doch, wenn jetzt die Kamera stehen bleibt, dass der Abstand größer geworden ist zu dem jungen Mexikaner Mercenario. Und wer kommt dann? Ist das Mostovic aus der UdSSR? Vielleicht können wir Viktor Mostovic, ja, die 980, oder? Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, das ist nicht so einfach. Ich habe im Stadion jetzt auch keine Information. Es könnte auch Josef Prebilinets aus der CSSR sein. Die Geher haben ja nicht unbedingt immer streng die Trikots ihrer Landesverbände oder Nationalitäten an. Da werden ja auch leichtere Trikots genommen, ähnlich wie bei den Marathonläufern. Aber das müsste Josef Prebilinets, der Europameister aus der Tschechoslowakei sein, ja, der jetzt Mercenario überholt hat. Also, da stand, die Geher werden noch etwa 8 Minuten brauchen, bis sie ins Stadion kommen. Damilano Italien vor Prebilinets CSSR, Mercenario Mexiko, der sich gerade mal umgesehen hat. Und bei Jörg von Torra unten ist Heike Redetzky nach ihrem großen Hochsprungwettkampf in einem riesigen Finale der Hochspringerinnen. Ja, schön, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Dann können wir nämlich der Kielerin, die jetzt für Leverkusen startet, gratulieren. Hatten Sie mal im Ernst mit diesem 6. Platz gerechnet? Bei der Europameisterschaft waren Sie schon auf demselben Rang, aber hier ist ja doch noch ein etwas anderes Feld zustande gekommen. Also ich muss sagen, einen 6. Platz hatte ich mir an sich schon erhofft, da ich ja in letzter Zeit sehr oft über 95, 96 gesprungen
war und an sich mit der Höhe sich man auch einen guten Platz ausrechnen konnte. Sie haben Ihre persönliche Bestleistung wieder mal eingestellt. Bei 1,99 hatten Sie dann einen ganz knappen Fehlversuch. Ich habe so den Eindruck gehabt, das war eigentlich schon drüber, dann nur noch mit den Beinen die Latte gerissen. Was fehlt da noch so? Ja, ich meine, ein bisschen fehlte die Spritzigkeit am Schluss. Also ich hatte ja in Berlin schon ganz knapp 98 gesprungen. Da hatte ich eigentlich so ein bisschen gehofft, dass ich die 99 springen könnte, aber diesmal hat es also noch nicht gereicht. Hat man eigentlich auch so ein bisschen Respekt vor der Höhe, die man noch nie bezwungen hat? Ja, auf jeden Fall. Und da nicht 98, sondern 99 sogar noch ein Zentimeter kam, war der Respekt sehr groß. Heike Redetzky, Sie sind von den Zuschauern, die hinter Ihnen saßen, immer angefeuert worden, rhythmisch beklatscht worden, in der Vorbereitung halt auch schon. Merkt man das eigentlich oder geht man da so weit in sich, dass man gar nichts um sich herum wahrnimmt? Man merkt das schon, aber man sollte es halt nicht so sehr wahrnehmen, dass einem das in der Konzentration stört. Ja, kann so etwas stören oder ich frage konkret, hat es Sie hier gestört? Also hier hat es mich nicht gestört, da es auch nicht so extrem war wie in Stuttgart, da hat es mich sehr gestört. Dies hier ist ein Tag der Superlative bei diesen Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Zwei Weltrekorde, zuerst Ben Johnson und dann im Hochsprung auch noch 2,09 Meter. Mal ganz im Ernst, hatten Sie erwartet, dass es so weit hoch, so hoch gehen könnte? Also an sich einen Weltrekord hatte ich nicht gerechnet. Für über 2 Meter schon, aber Weltrekord war einfach super. Ihnen schönen Dank und viel Erfolg, dass wir uns hoffentlich auch in Seoul wiedersehen können. Okay, so, dann die Endphase im 20 Kilometer gehen. Das ist ja nicht Damilano der Führende, das ist einer, der weiter hinten liegt, der sich umschaut. Ja, das ist dann Prebilinitz aus der CSSR, der sich von dem Mexikaner Mercenario lösen konnte. Und Damilano hier, der 30-jährige Turiner, in Führung. 1 Stunde 15 Minuten 18, jetzt 20 Sekunden gelaufen. Das heißt, in etwa 5 Minuten muss Damilano ins Stadion einbiegen. Und dann können Sie sich vorstellen, was hier los ist. Sie haben gehofft, dass Panetta die 10.000 Meter gewinnt. Da war nichts draus. Übrigens, der Protest, der in Sachen 10.000 Meter lief, ist abgeschmettert. Das kam heute hier durch. Ja, Prebilinitz aus der CSSR ist Zweiter. Aber der holt auf am Ende dieses Wettbewerbs. Er hat Mercenario, den Mexikaner, schon weit hinter sich lassen können. Mal sehen, ob er noch weiter aufrücken kann zu Damilano. Tja, wir sind neutral. Wenn Damilano gewinnt, dann wäre das für die Italiener der Erfolg, den auch Andrei, der Kugelstoßer, nicht geschafft hat. Und vielleicht haben wir ein ganz klein wenig Zeit, um das offizielle Ergebnis Speerwerfen der Männer Ihnen mitzuteilen, liebe Zuschauer. Beeil dich, Manfred, der geht schnell. Ja, es war eine Sensation, die erste vielleicht, wenn man das Wort so hochgreifen darf, bei diesen Weltmeisterschaften. Denn Seppo Raati aus Finnland gewann mit 83,54 Meter und bisher wurde er nur auf Rang 21 der Weltrangliste geführt. Zweiter Viktor Jevsjukov aus der Sowjetunion, 82,52 Meter. Dritter der Weltrekordhalter Jan Zelesny aus der Tschechoslowakei, 82,20 Meter. Und vierter Tom Petronov aus den USA, 81,28 Meter. Und Damilano lächelt schon. Er ist siegesgewiss und weiß wohl, dass sein Vorsprung reichen wird. Jetzt wünsche ich ihm nur, dass er nicht nur gewinnt, sondern dass nicht irgendein gerichter Witter ihm allzu genau auf die Füße geguckt hat und ein Härchen in der Suppe findet, wie im letzten Jahr bei den 50 Kilometern in Stuttgart. Und jetzt ist hier im Stadion was los. Vielleicht singen sie die Nationalhymne, wenn er ins Stadion kommt. Warum auch nicht? Es ist ihm zu gönnen, den Zuschauern. Und es wäre für die Stimmung bei dieser Weltmeisterschaft auch gut, wenn einer der Iren hier Maurizio Damilano gewinnen könnte. Hat er da einen Bekannten entdeckt und ihm was zugerufen? Kann ich mir nicht vorstellen. Nach 19, so und so viel Kilometern harten Wettbewerbs, da sind wir schon in der Nähe des Olympiastadion-Eingangs. Das ist jetzt nicht mehr weit und er hat eine unglaublich gute Zeit bisher. Denn 1,20 ist seine bisherige Bestleistung auf der Straße. Und eine Stunde 19 Minuten und 12 Sekunden. Das ist die bisher auf der Straße schnellste erzielte Zeit. So, Maurizio Damilano aus Turin ist er, 30 Jahre alt. Vor seinem größten Erfolg, weil auch hier vor eigenem Publikum erzielt. Und vom Prebilinec aus der CSSR noch nichts zu sehen. So sieht einer aus, der weiß,
dass er nach knapp 20 Kilometern Weltmeister werden wird. Jetzt geht es in einen Tunnel und dann hinein ins Olympiastadion. Und dann werden sie aufspringen und aufschreien. Da ist der Zweite, Josef Pribilinets aus der CSSR. Europameister im vergangenen Jahr, 27 Jahre, da haben sie es. Unten die Bestleistung, die ist irgendwann einmal erzielt worden. Das zählt heute nicht. Heute zählt, dass er Zweiter wird. Und da Milano kommt ins Stadion. Das ist ja wie beim Fußball, die Rauchkerzen. Italia skandieren sie und feiert ihren Weltmeister Maurizio da Milano. Er guckt sich um. Wo ist Pribilinets? Er ist jetzt ins Stadion gekommen. Nur 100 Meter zurück. Oh, der Pribilinets hat aufgeholt und geht wie ein Wahnsinniger, sage ich mal. Ich möchte kein Wehrichter sein. Lassen wir das beiseite. Wir nehmen es jetzt so, wie sie kommen. Der Dritte ist ein ganz neuer Mann, der in der Spitzengruppe bisher nicht zu sehen war. Müssen wir versuchen, ihn zu identifizieren. Die 220. José Marín, der Spanier. Das ist der Spanier. Der Vierte der Weltmeisterschaften vor 4 Jahren. Vorne hier, da Milano. 100 Meter zurück, Pribilinets. Noch einmal 100 Meter. Fast der gleiche Abstand zum Dritten. Jetzt aber schnell. Noch ein paar Meter. Oh, bei den Bedingungen nur knapp über 1:20 zu gehen. Das ist schon was. Maurizio da Milano, der Italiener. Da braucht er sich nicht mehr umzuschauen. Der ist weit hinter ihm, 100 Meter. Maurizio da Milano ist Weltmeister im 20 Kilometer gehen, 1987. Der 30-Jährige noch einmal, 7 Jahre nach seinem Olympiasieg in Moskau, mit einem großen Erfolg. Der Zweite, Josef Pribilinets aus der CSSR. 27 Jahre alt, im vergangenen Jahr Europameister, jetzt Zweiter der Weltmeisterschaft. Und da beglückwünschen sie sich Bilder, die schön sind. Einfach nach einem so langen Wettbewerb. Das ist der Fünfte. Da kommt aber jetzt ins Ziel José Marín, der Spanier, als Dritter. Er auch einer der Großen in dieser Disziplin. Ein verbissen kämpfender kleiner Mann. Dritter bei dieser Weltmeisterschaft. José Marín, Spanien. Und dann kommt vermutlich der abgeschlagene, lange in der Spitzengruppe mitliegende Mostovic aus der UdSSR. Das ist Mostovic aus der UdSSR. Er wird Vierter. Schuhsenkel seiner Schuhe. Das geht natürlich auf die Beine. Da ist es auch wichtig, dass die Schuhe ganz genau passen. Und nichts drückt. Eine Studie. Das ist eine ungeheure körperliche Anstrengung. Eine Disziplin, die auch stark die Hüftgelenke beansprucht. Das ist noch einmal der Blick kurz vor dem Ziel zum Zweiten. Aber der Vorsprung war beruhigend. Und dann hat er es geschafft. Mamma mia. Weltmeister. Links der Zweite, Josef Pribilinets, rechts der Dritte, José Marín, der Spanier. Also Fußballer, das ist der zweite Italiener. Der müsste Fünfter geworden sein. Ja, das war Arena mit der Nummer 576. Der zweite Italiener auf dem fünften Platz. Eine große Leistung. Die Italiener bei diesem Wettbewerb. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Hoffentlich hat er sich innerhalb der gängigen Regeln bewegt, der Maurizio da Milano, und kommt nicht wieder irgendeine Disqualifikation. Zögert sich
die Siegerehrung hinaus, die wollen sie heute hier doch erleben im Stadion. Und während die anderen Geher kommen, wirft er seine Schuhe ins Publikum. Auch das gibt es in Italien bei der Leichtathletik. Wie schön, wenn es das bei uns auch häufiger gäbe. Wo unser Geher geblieben ist aus Fürth, Wolfgang Wiedemann, das wissen wir nicht. Er ist noch nicht im Stadion, während jetzt so ungefähr 12, 15 Geher im Ziel sind. Wir bleiben vorwiegend beim Sieger, haben hier mit der Startnummer 36 einen Mann aus Australien. Ja, das müsste eigentlich das Trikot mir gesagt haben, aber verzeihen Sie, 42 Geher, die man so selten sieht. Während wir jetzt noch weitere Geher ins Ziel gehen haben, sollten wir noch einmal die offiziellen Zeiten der 100-Meter-Sprints geben. Manfred, die Damen. Ja, die Ergebnisse sind gekommen. Die Zeit von Silke Gladisch wurde korrigiert. 10,90 Sekunden für die neue Weltmeisterin. Heike Drechsler lief genau 11,00 Sekunden. Und dritte und damit Bronzemedaille für Merlin Otti aus Jamaika, 11,04. Vierte dann Diane Williams, USA. Fünfte nur, etwas enttäuschend, Angela Isajenko-Taylor, Kanada, 11,09. Dann Annelia Nuleva, die Bulgarin, auch für sie nur enttäuschende 11,09. Siebte Angela Bailey, Kanada. Achte Pam Marshall, USA. Das wollen Sie sehen hier. Und das ist der neue Stil, wenn man Weltmeister geworden ist oder auch Europameister. Sich aus dem Publikum die Fahne zu holen, die Ehrenrunde zu drehen. Es sei Ihnen vergönnt. Der fünfte Arena und der Weltmeister da Milano, die beiden Italiener. 64.500, so wird uns gerade ein Zettel gereicht, ist die offizielle Zuschauerzahl des heutigen zweiten Tags bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Also auch das ein Erfolg. Das Wetter gut, die Stimmung gut, was Wunder bei solchen Wettkämpfen, bei solchen Leistungen. Dass zwei Weltrekorde herauskamen, umso schöner. Im Vordergrund standen für mich dennoch die Wettkämpfe, die Zweikämpfe, das Ursprüngliche der Leichtathletik. Und wenn dann solche Leistungen noch geboten werden wie heute Nachmittag, umso besser. Die Sprintzeiten, während Sie da Milano und seinen Landsmann auf der Ehrenrunde sehen, bei den Herren, offizieller Weltrekord von Ben Johnson, 9,83. Genau eine zehnte Sekunde dahinter, 9,93. Mit neuem US-Rekord natürlich Ben Johnson. Na, Carl Lewis, jetzt bringe ich selber schon durcheinander. Nationalrekord von Calvin Smith eingestellt. Einige Geher doch sehr erschöpft. Da ist natürlich viel an Salzverlust. Das ist verständlich, wenn man dann auch nichts zu sich nimmt. Elektrolytgetränke und so. Aber da bleibt zu hoffen, dass unter der fachmännischen, medizinischen Betreuung die Athleten bald wieder in dem Zustand sind. Ach, der kann ja schon wieder auf die Uhr gucken, welche Zeit er gegangen ist. Dann ist es nicht so schlimm. Gott sei Dank. Und die sind ganz frisch. Der Weltmeister, der Fünftplatzierte. Ich sag's noch schnell, Raymond Stewart aus Jamaika wurde Dritter im 100-Meter-Lauf in 10,08. Linford Christie, Großbritannien, 10,14, Vierter. Dann Kovac, Prüschkin, McRae und Pavoni. Dann haben wir auch das, was Sie noch wissen sollten und wissen müssen. Ja, und hoffentlich macht die Begeisterungsfähigkeit des Publikums den Organisatoren nicht noch einen Strich durch die Zeitplanrechnung, denn Abschluss dieses sehr großen Leichtathletiktages hier in Rom sollten sein 4 Zwischenläufe über 800 Meter bei den Männern. Und Peter Braun, Sie haben es vielleicht gestern gesehen, liebe Zuschauer, ist dabei. Er hat sich qualifiziert als Vorlauf-Erster. Und wir werden Peter Braun dann im letzten dieser 4 Zwischenläufe über 800 Meter sehen. Ein Blick von einer Kamera gerade eben, die hoch an einem Kran in einem Korb befestigt ist, ohne Kameramann, automatisch gesteuert. Sehr schöner Blick, total auf das Olympiastadion, umrahmt von kleineren Hügeln, Wald. Und dann steht wohl die erste Siegerehrung des Nachmittags an mit Ben Johnson und Carl Lewis. Und da kommt Wolfgang Wiedemann aus Fürth. Ich kann Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, nicht sagen, ungefähr so zwischen 20 und 25 muss er reingekommen sein. Er hat seinen Wettkampf durchgestanden. Ob er mit seiner Leistung zufrieden ist, wer weiß es. Aber bei der Weltmeisterschaft war er dabei.
und hat gekämpft, hat das gegeben, was ihm heute möglich war. Der deutsche Meister Wolfgang Wiedemann aus Fürth. Und jetzt die Siegerehrung, 100 Meter der Herren. Und die sollten wir uns ansehen mit dem neuen Weltrekordmann und Weltmeister Ben Johnson in der Mitte. Mit Carl Lewis links und rechts mit Raymond Stewart, Jamaika. Primo Nebbiolo, der Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes, der Italiener, wird sie ehren. Ihn zuerst, Ben Johnson. 26, stammt aus Jamaika, lebt in Kanada, Toronto. Eine Wahrsagerin soll dem kleinen Ben einmal gesagt werden, das wird ein großer Mann. Wenn es stimmt, sie hat recht gehabt. Weltmeister, Weltrekordmann, am Ziel vieler Wünsche. Ben Johnson, Kanada. Carl Lewis, ein großer Verlierer. Den alten Weltrekord eingestellt, 9,93, zweiter. Ein fairer Verlierer. Er hat Ben Johnson sofort gratuliert. Das ist ein anderer Carl Lewis, als wir noch vor 2 Jahren erlebt haben. Zweiter im 100-Meter-Lauf. Und Raymond Stewart aus Jamaika, der Insel der Karibik, wo so viele exzellente Sprinter, 400-Meter-Läufer herkamen. Er wird Dritter in diesem WM-Finale. Die Nationalhymne Kanadas für Ben Johnson. Auch er kommt ja aus Jamaika, ich wiederhole es noch einmal. Ein Mann am Ziel vieler Träume und Wünsche. Es war das größte Rennen in der Geschichte des Sprints des 100-Meter-Laufs. Solche Zeiten hat es noch nie gegeben, auch für einen Zweiten. Und wenn ich vorhin gesagt habe, mit 2,04 Meter Zweite im Hochsprung zu werden, dann gilt das natürlich ebenso für Carl Lewis. Mit Einstellung eines Weltrekords, 9,93, nur Zweiter zu werden. Links Lewis, in der Mitte Johnson, rechts Stewart, der Jamaikaner. Lewis war nicht ins Athletendorf an der Via Aurelia, an der Peripherie Roms gegangen. Er wohnte mit seinem Clan, um sich in Ruhe vorzubereiten, mit seinem Trainer Tom Challis, seinem Manager Joe Douglas, in der Nähe der Via Veneto in einer angemieteten Villa, um sich in Ruhe, allein, ungestört vorzubereiten. Er hat alles versucht, geschafft hat das nicht mehr. Die Geher zwischen Platz 30 und 42 kommen ins Ziel, abgekämpft, das war ein Brite. Die Entscheidung ist gefallen. Und hier noch einmal die drei Ersten des 100-Meter-Laufs. Des größten, den es gab, mit so viel Spannung. Ach ja, das ist in der Tat ein anderer Lewis, als man ihn noch so von vor 2-3 Jahren her kennt. Die Frisur ist auch ein bisschen kleiner geworden. Grace Jones stand da Patin. Und er wirkt locker und gelöst. Raymond Stewart kann er nicht zufrieden sein. Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass er Dritter werden kann. Und während Sie hier einen Geher hereinkommen sehen,
wird Maurizio da Milano zu den Kollegen des italienischen Fernsehens an uns auf der Tribüne vorbeigeführt, erschöpft, schwitzend, aber glücklich. Und hier noch einmal Ben Johnson. 9,83. Das ist sein neuer Weltrekord. Und den hier, den sollten wir schon noch einmal erwähnen. Er kommt aus Algerien, heißt Abdel Wahab Ferguene, mit der Startnummer 2 bei den Männern. Die Startnummer 1 hat übrigens ein Sprinter aus den niederländischen Antillen gehabt. Er war im Vorlauf ausgeschieden und er der Algerier. Ihm gehen auch weit hinten. Fragen Sie mich nicht, auf welchem Platz. Vielleicht ist er ja noch nicht einmal Letzter. Beifall des Publikums auch für ihn. Es gehört zur Leichtathletik dazu, die Leistung eines jeden anzuerkennen. Jetzt wird es bei uns nicht gedrängt. Journalisten, Reporter, Kameraleute, alle um Maurizio da Milano herum, der zwei Reihen unterhalb von uns zum italienischen Fernsehen gebracht wird. Der Algerier jetzt im Ziel. Und damit könnte fast wohl die GEA-Konkurrenz abgeschlossen sein. Vielleicht war er wirklich der Letzte von denen, die das durchgestanden haben, bei diesen Witterungsbedingungen ins Stadion zu kommen. Der Sieger und Weltmeister hat seine Schuhe ins Publikum geworfen, der vielleicht Letzte seine Mütze. Kleine Gesten am Rande. Und da kommen die, von denen Manfred Blödorn vorhin sprach. Ja, das sind die ersten 8 der insgesamt 33 Läufer, die sich über den Zwischenlauf für das Halbfinale qualifizieren müssen. Auch über 800 Meter, mit wenigen Ausnahmen, alles am Start, was zurzeit Rang und Namen hat in der Leichtathletik auf dieser klassischen Strecke. 10 Afrikaner, 15 Europäer, 4 Südamerikaner, 3 Athleten aus den USA haben sich qualifiziert und ein Mann aus Katar. Rob Druppers, der Niederländer, schon im Vorlauf ausgeschieden, das eine Enttäuschung. Verletzt und deshalb nicht am Start, Joachim Cruz, der Olympiasieger von Los Angeles aus Brasilien, Sebastian Coe, verletzt. Auch Agberto Guimarães, ein weiterer starker Brasilianer, nicht dabei. Die großen Rennen der letzten Jahre fordern ihren Tribut. Sebastian Coe hat es in einem Interview erwähnt. Da geht man an die Grenze der körperlichen Leistungsfähigkeit. Da rennt man innerhalb von 10, 14 Tagen bei den großen internationalen Veranstaltungen super Zeiten. Ich darf an die Saison 85 erinnern, die kostete auch Joachim Cruz die Pause, eine Achillessehnenverletzung. Man läuft super Zeiten, man möchte aber auch Geld verdienen. Das eine, was man will, das andere, was man möchte, es rächt sich. Fawzi Lahbi im grünen Trainingsanzug, ein Marokkaner, Dritter der Hallenweltmeisterschaften von Indianapolis Anfang März. Einer der vielen großen Mittelstreckler aus Marokko, die Said Awita nacheifern wollen. Peter Braun, der deutsche Meister, ich sage das bereits, läuft im 4. Zwischenlauf, im letzten also. Stan Redwine war es eben aus den USA. Hier die Namen der 9 Läufer, die es nun geworden sind, im 1. Zwischenlauf. Ostrowski, der Pole, Redwine, USA, William Wojcki aus Venezuela, ein starker Mann, Steven Marai aus Kenia, Ruben van Helden aus den Niederlanden, dann der Marokkaner Lahbi, ein Mann aus Äthiopien, Ayana, ein Algerier, Abdenous und ein Mexikaner, Toledo. Semper aliquid novi ex Africa, sagten die alten Römer vor nun fast 1500 Jahren. Immer kommt etwas Neues aus Afrika. Das gilt mit Sicherheit
Besonderheit für die Leichtathletik, für die Mittelstrecken, für die Langstrecken. Gestern der 10.000-Meter-Sieger Kipkoech aus Kenia war ein Beispiel dafür. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viele hervorragende Läufer aus Afrika sehen. Denn dort fängt man ja erst so langsam an, die Leichtathletik auch organisatorisch aufzubauen, den Background zu schaffen für die starken Talente. Zum Beispiel für Marey aus Kenia, das ist der Holländer Van Helden, ein junger Läufer. Kann er die Scharte von Rob Truppers auswetzen? Fawzi Lahbi, Getuhan Ayana, der Äthiopier, das der Mexikaner Karim Toledo. Band 7 ist frei geblieben, der Äthiopier also nicht am Start. Redwine, groß im Bild, der Amerikaner, Zweiter der US-Meisterschaften dieses Jahres. Die ersten 100 Meter, Sie wissen es, werden in Bahnen gelaufen. Dann dürfen die Athleten nach innen wechseln. Man möchte damit vermeiden, dass es zum Gedränge kommt am Start. Aber oft kommt es dann zu Rangeleien nach 100 Metern, wenn die Läufer nach innen hereinwechseln. Hier ist es gut gegangen. Und Hasen gibt es bei Weltmeisterschaften nicht, liebe Zuschauer. Die gibt es nur bei internationalen Großveranstaltungen. Hier ist sich jeder selbst der Nächste. Hier muss auf Zeit gelaufen werden. Hier müssen auch die Schwächeren versuchen, Tempo zu machen, wenn sie weiterkommen wollen. Die Zwischenzeit über 400 Meter, 52,34 Sekunden, nicht allzu schnell dieses Rennen. Die drei Ersten qualifizieren sich für das Halbfinale. Und jetzt wird vorne doch schon Tempo gemacht. Der Mexikaner ist vorn, Toledo, dahinter Stanley Redwine aus den USA. Außen ganz im roten Trikot der Kenyate Marey. Redwine jetzt in Führung, die letzten 200 Meter. Der Kenyate kommt auf, der Mexikaner wird überlaufen von Lahbi, dem Marokkaner. Stephen Marey aus Kenia in Führung vor Fawzi Lahbi, Marokko. Stan Redwine, da kommt von hinten aber noch William Wojcki aus Venezuela auf und wird Zweiter. 1:45.98 die Zeit des Siegers. Marey aus Kenia also auf alle Fälle weiter. Er ist der Sieger dieses Rennens. Der und um den zweiten und dritten Platz, der also direkt fürs Halbfinale reichen würde, gibt es noch einen harten Kampf. Der Marokkaner auf alle Fälle Dritter. Ausgeschieden Stan Redwine. Nein, Richard Ostrowski aus Polen war es, der ganz außen noch nach vorn kam und sich den zweiten Platz sicherte. Marey aus Kenia, Ostrowski aus Polen und Fawzi Lahbi aus Marokko. Also die drei Läufer, die sich aus dem ersten Zwischenlauf über 800 Meter für das Halbfinale qualifiziert haben. Da haben wir schon wieder einen Kenyaten im Bild. Edwin Kirch aus Kenia, der sechste der Olympischen Spiele von Los Angeles, also schon ein erfahrener Läufer. Das ist Moussa Fall im roten Trainingsanzug aus dem Senegal, ein weiterer starker afrikanischer Läufer. David Mack aus Los Angeles. Acht Läufer im zweiten Viertelfinale. Hier die Startaufstellung mit Wladimir Graudin,
dem zweiten der Hallenweltmeisterschaften, ein sehr stark einzuschätzender Mann. Diodon Kwizera aus Burundi ist auch noch zu beachten. 19-jähriger Läufer, der auch in der Hallensaison auf sich aufmerksam machte. Alvaro Silva aus Portugal, der läuft auf Bahn 2. Slobodan Popovic aus Jugoslawien, der beste jugoslawische 800-Meter-Läufer. Das ist Diodon Kwizera, 19 Jahre alt, studiert in den USA. Auch er könnte weit nach vorn kommen. Peter Elliott, einer der starken Briten. Die Briten können ja kämpfen, jedes Tempo mitgehen. Edwin Kötsch, Kenia. Dann David Mack und Moussa Fall aus dem Senegal, ganz außen. Zweiter Zwischenlauf oder zweites Viertelfinale, ganz wie Sie wollen. 800 Meter der Männer. Peter Elliott vorn, kommt der Jugoslawe Popovic mit dem schwarz-weiß-rot gestreiften Dress. Elliott aber vorn, da wird schon mächtig mit den Armen gearbeitet, um sich eine gute Ausgangsposition zu schaffen. So ganz höflich gehen die Athleten da, wenn es um etwas geht, nicht miteinander um. Peter Elliott in Führung, der lässt sich auf diese Spielereien nicht ein. Sebastian Coe hat ja mal eins in die Seite bekommen, 1977 beim Europapokalfinale in Helsinki. Flog etliche Bahnen nach außen und der Sünder, in Anführungsstrichen, oder auch ohne, war Willy Wühlberg. Der Weltmeister, der noch Weltmeister auf dieser Strecke über 800 Meter, denn Willy Wühlberg ist ja zurückgetreten, schaut sich die Rennen mit Sicherheit im Ruhrgebiet am Fernseher. Peter Elliott weiter in Front. Dann der Keniate, Moussa Fall aus dem Senegal mit dem grünen Hemd an zweiter Position. Dann der Amerikaner David Mack, dritter. Ich sag's noch einmal, drei kommen weiter, direkt. Dann nachher noch vier weitere Zeitschnellste. Der Senegalese vorn, dann Elliott, ja, da muss er doch etwas schubsen. Und da wird gerempelt. Gibt es einen Protest? Da lief Peter Elliott noch einmal auf zu Moussa Fall. 1:44.74 die Zeit. Das muss man hier schon in einem Zwischenlauf rennen. Also, das könnte zu Protesten führen. Popovic lief da auf, Elliott lief auf. Aber was soll's? Wir müssen abwarten, wie das Kampfgericht entscheidet. Und wenn wir hier noch einmal den Sieger Moussa Fall sehen, gebe ich fürs Erste ab an Jörg von Torra unten an unserer Reporterstation. Schade, dass wir Ihnen den Lauf von Peter Braun nicht mehr zeigen können, aber die Organisatoren haben hier eine Zeitverschiebung in Kauf nehmen müssen durch den Einlauf von 20 Kilometer gehen und den Jubel der Italiener, sodass wir Sie, liebe Zuschauer, auf die Kollegen vom ZDF verweisen müssen. In Ihrer Sendung Sport heute werden Sie bestimmt zu erfahren bekommen, welchen Rang Peter Braun in seinem Lauf eingenommen hat. Ich denke, es war ein historischer Leichtathletiktag, den Sie heute miterleben konnten oder fast miterleben durften. Die Stimmung in diesem Stadion und dann die Höhepunkte, die beiden Weltrekorde. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Bereich des DLV haben zwar nicht allzu sehr dazu beigetragen, aber immerhin. Ute Thiem hat das Finale über 400 Meter erreicht. Harald Schmid ist über 400 Meter Hürden eine Runde weitergekommen. Und Heike Redetzky aus Kiel bzw. jetzt Leverkusen ist Sechste im Hochsprung geworden. Die anderen Highlights und die Sieger des Tages zeigen wir Ihnen jetzt noch mal schnell im Bild. Höhepunkt schlechthin, der 100-Meter-Lauf der Männer mit den beiden Favoriten Carl Lewis und Ben Johnson. Der eine, nämlich Lewis im Blau und Johnson rechts daneben in Rot, der wieder einen hervorragenden Start hat und ins Ziel prescht in der neuen Weltrekordzeit von 9,83 Sekunden. Die Zeit, die Sie eingeblendet sehen, wurde noch korrigiert. Ein Ereignis von historischen Ausmaßen, nur zu vergleichen mit den 8,90 Meter von Bob Beamon in Mexiko. Im Hochsprung der Frauen siegte Stefka Kostadinova mit der neuen Weltrekordhöhe von 2,09 Meter. Sie verwies ihre härteste Konkurrentin Tamara Bykova mit 2,04 Meter
auf den zweiten Rang. Ein Hochsprungereignis, das es bisher bei solchen internationalen Veranstaltungen noch nicht gab. Die 100 Meter der Frauen gewann Silke Gladisch aus der DDR mit 10,90 Sekunden. Doppelerfolg, weil Heike Drechsler, ebenfalls DDR, Zweite wurde in 11,00 und Bronze ging an die Jamaikanerin Mali Otti in 11,04. Sieger im Speerwerfen, Seppo Rati aus Finnland mit 83 Meter und 54. Klaus Tafelmeier war gestern schon in der Qualifikation hängen geblieben. Und der Weltrekordler Jan Zelesny aus der GSSR belegte auch nur den dritten, also den Bronzerang. Schließlich noch der Einlauf im 20 Kilometer Gehen. Unter dem Jubel von 50.000 begeisterten Italienern siegte Maurizio Damilano, der Landsmann der meisten von denen, die hier im Publikum waren. Das war's, liebe Zuschauer. Ich darf mich bedanken für Ihr Interesse. Ich gebe zurück nach Köln zu Hans-Joachim Rauschenbach. Dort erfahren Sie die anderen Neuigkeiten vom Sport des Tages. Genau, wir haben noch Zeit für einige Informationen. Deshalb geht es jetzt gleich von Rom über Köln weiter nach Wien. Denn auch dort findet eine Weltmeisterschaft statt. Und zwar die der Bahnradfahrer. Ein Kurzbericht von Jürgen Emich. Wird Werner Betz, der bereits 34-Jährige aus Sindelfingen, den Sie unten im Bild sehen können, den dritten Platz jetzt in diesem Steherfinale der Profis verteidigen können? Das ist die große Frage. Der Italiener Vincoletto greift an. Davor sind noch Marc Zürzeler, der Schweizer, und Danny Clark, der bereits 36-jährige Australier. Hervorragend gemacht von Betz, und auch Vincoletto ist, wie schon Brugna, sein Landsmann davor, von der Rolle gegangen. Das bedeutet, dass wir jetzt schon fast mit Sicherheit davon ausgehen können, dass Werner Betz eine, die überhaupt erste Medaille für die Bundesrepublik bei diesen Radweltmeisterschaften 1987 holt. Schön, wie er fährt. Ein guter Rhythmus im Windschatten des fast 70 Kilometer schnellen Motorrades. Und das ist Max Hürzeler, 28 Jahre alt, aus Zursach in der Nähe von Aargau in der Schweiz. 1984 war er Zweiter bei den Profis. Er hat es eigentlich gar nicht mehr nötig, Rad zu fahren, ist Besitzer eines Sportgeschäftes, das glänzen geht, fährt einen klasse Rhythmus von der Spitze, war von Anfang an der Spitze des Achterfeldes, während Betz immer wieder Probleme gehabt hat, den Anschluss an die Dreiergruppe um Renosto, den Italiener, der jetzt zurückgefallen ist, Clark und Hürzeler zu finden. Hinter Werner Betz drei Runden vor Schluss, jetzt aber auch noch einmal Mathieu Hermans. Ein guter Straßenfahrer ist das. Hier sehen wir wieder Betz, wie er einen der Italiener überrundet. Die drei ersten eines jeden Laufs sowie weitere zwei Zeitschnellste qualifizieren sich für das Finale über 800 Meter. Deshalb also zwei Semifinalläufe mit Sie haben es gelesen, und da haben wir die Athleten. José Luis Barbosa aus Brasilien, einer der Favoriten auf den Sieg. Fazou Lahbi aus der Garde der marokkanischen Läufer. Tom McKean, bei den Europameisterschaften vergangenes Jahr Zweiter. Popovic aus Jugoslawien startet auf der Bahn 4. Wladimir Graudin aus der Sowjetunion, Bahn 5. Ein Senegalese im grünen Trikot, Moussa Fall. Außerdem mit dem blauen Trikot Philippe Collard aus Frankreich und ganz außen der Kenianer Marai. Ein erlesenes Feld also. Und es wird schwer werden, sich für das Finale zu qualifizieren. Das ist sicher. Mit 1,46 ist man ganz sicherlich nicht mehr dabei. Barbosa. Collard, Barbosa, Tom McKean innen.
Der Senegalese Fall liegt außen, innen vorbeigeschoben, hat sich der Marokkaner Lahbi. 51,04, eine schnelle Zwischenzeit. Kollar, der überraschend vor 5-6 Wochen in die Weltspitze vorgestoßen ist, führt 300 Meter vor dem Ziel, verschärft das Tempo. Kollar, Lahbi, Barbosa, Tom McKean, Fall. Das ist die Reihenfolge im Moment. Was macht Graudin? Was macht der Kenianer Marai? Der bummelt hinten am Feld. Hat er noch eine Chance zur Spitze? Da haben wir sie. Kollar, Barbosa, Lahbi. Tom McKean ist gut dabei. Ein Fighter, wie wir wissen. Und er hat die Sache sicher im Griff. Barbosa, Tom McKean. Und da kommt er, der Kenianer. Marai ist dabei, Tom McKean, Barbosa, Marai und Lahbi. Das waren die ersten vier, also Tom McKean, Barbosa und Marai haben sich direkt qualifiziert mit 1:44,86 dieser Semifinallauf. Der vierte wird warten müssen, wird hoffen müssen auf den zweiten Semifinallauf. Direkt qualifiziert Tom McKean, Barbosa, Marai. Lahbi wird warten müssen, ausgeschieden. Kollar, den Sie gar noch nicht im Bild sehen. Innen läuft er, verzieht das Gesicht, süß-sauer. Vorbei für ihn die Weltmeisterschaft 87. Tom McKean, locker, souverän, zuversichtlich sieht er aus. Ja, da kommt Leben hier auf die Tribüne, denn hinter uns die BBC weiß natürlich um die Qualitäten eines Tom McKean, um die Chancen, die sich morgen für ihn bei der Vergabe der Medaillen ergeben. Willkommen hier im Olympiastadion in Rom, meine Damen und Herren. Dass diese Spiele glänzend aus den Startblöcken gekommen sind, das wissen Sie spätestens seit gestern, seit dem Fabelweltrekord des Kanadiers Ben Johnson. 9:83, das ist natürlich kein Maßstab für die nächsten Tage, aber sicherlich hoffentlich ein Ansporn. Die Stimmung ist riesig hier im weiten Rund unter den 20.000, 30.000. Erwartungen sind geweckt worden, sicherlich bei Ihnen daheim, bei uns, bei den Zuschauern. Wir wollen einmal sehen, was Sie drauf haben, die weltbesten Leichtathleten. Und wir schauen uns jetzt zunächst einmal das Programm an für die nächste knappe Stunde. Wir haben da Dreisprung, das Finale. Ein großes Finale, wir haben einige Sprünge schon aufgezeichnet. 400 Meter Frauen, Diskusfrauen, also ein Tag der Frauen, wenn Sie so wollen. Auch das 800 Meter Finale, die Zwischenläufe der Männer über die Hürden, über 400 Meter. Und wir haben aufgezeichnet, wir sind fliegend hineingegangen in ein Semifinale über 800 Meter. Das hat Bernd Heller live geschildert. Und wir zeigen Ihnen jetzt die Aufzeichnung des ersten 800 Meter Laufs. Auf der Bahn 1, David Mack. Pardon, das war schon die Bahn 2. Und hier haben wir Peter Elliott aus Großbritannien, der startet auf Bahn 3. Quissera aus Burundi, überraschend in diesem Semifinallauf über 800 Meter. Silva aus Portugal, auch nicht gerade erwartet. Und das ist der große Mann, vielleicht, wer weiß, Willy Conchella aus Kenia. Wieder mal ein Pole mit dabei, Ostrowski. Und der Finne Suhonen. Und ganz innen von der Kamera, bislang ausgespart aus dem Senegal, Niang. Das war der Startschuss zum zweiten Semifinallauf, 800 Meter der Männer. Suhonen schaut nach innen, will ganz offensichtlich nicht das Tempo machen. Und Willy Conchella liegt irgendwo mitten im Feld, schert sich einen Teufel darum, was da vorne passiert. David Mack und Peter Elliott, das sind die beiden, die momentan für das Tempo sorgen. Der Senegalese Niang in dritter Position, Suhonen im blauen Trikot dahinter und Willy Conchella nah in einer Position, von der ich sagen würde, da kann man alles kontrollieren. Taktisch durchaus geschickt. Peter Elliott geht durch in 53,75. Ein wesentlich langsamerer Lauf als das Semifinale Nummer 1. Also kommt es auf die Spurtqualitäten an. Aber dieser Willy Conchella kann ja, so scheint es jedenfalls im Moment, alles.
Elliot Concella, Niang Suhonen und nun kommt der Mann aus Burundi in Position 4, Kwizera. Concella und Niang. Ja, Concella sorgt schon früh für klare Verhältnisse. Niang und Peter Elliott folgen. Die ersten drei zur Erinnerung qualifizieren sich direkt für das Finale. Ja, Elliott muss noch kämpfen und Billy Concella läuft von vorne das Rennen ganz sicher nach Hause. Oh, wird das knapp? Eieieiei. Concella hat gewonnen, keine Frage, aber dann. Ich glaube, der Mann aus Burundi war Fünfter. Fangen wir mal von hinten an. Denn Billy Concella, das war klar, hatte sich qualifiziert. Mit einem Salto vorwärts hat Niang versucht, möglich zu machen, was möglich schien. Vielleicht ist es ihm auch gelungen, sich für das Finale zu qualifizieren. Denn dieser Lauf war ja nun mit 1:46.11 Siegeszeit wesentlich schwächer als der erste Lauf. Es geht also nur über den Platz. Vielleicht können wir auseinander sortieren, wer im Finale dabei sein wird. Concella ist klar. Konzentrieren wir uns auf das, was passiert. Ostrowski kommt dann noch. Er kommt von hinten. Ja, Ostrowski wird Zweiter. Elliott wird Dritter. Und Niang wird Vierter. So ist die Reihenfolge damit im Finale. Concella, Ostrowski und Elliott. Schade für Niang, der so mutig eine Rolle vorwärts gemacht hat. Aber für das Finale bei den Weltmeisterschaften reicht das leider nicht. Nun also, liebe Zuschauer, sind wir live im Olympiastadion in Rom. Und als nächste Laufentscheidung steht ein Finale an. 400 Meter der Frauen, aber wir schauen uns noch ein wenig um beim Dreisprung. Diese Konkurrenz ist hochklassig, keine Frage. Yamashita aus Japan ist der nächste Teilnehmer. Er hat bislang zwei ungültige Versuche, wird wohl auch kaum in der Lage sein, mit einem geglückten Versuch noch bis ins Finale vorzuspringen, denn Markov führt im Moment aus Bulgarien mit 17,73 Meter. Mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Denn wir haben das ein oder andere schon aufgezeichnet, dass wir Ihnen nachschieben werden. Und dann können Sie sich selbst ein Bild machen, was hier am Dreisprungbalken, wo Sie den Fuß des Japaners gerade in der Plastilinmasse sahen, abgeht. Auch heute wieder für die Leichtathleten von den Wetterbedingungen her ein idealer Tag. Um die Mittagszeit war es brütend heiß. Wir alle haben gestöhnt und geschwitzt. 36 Grad höre ich im Moment gerade, war es heute Nachmittag. Inzwischen ist es merklich abgekühlt, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber die Leichtathleten mögen es ja, wenn es warm ist. Und gerade unsere Athleten sind ja von der Sonne in diesem Jahr nicht verwöhnt. Was als kleine Entschuldigung dafür dienen mag, dass uns daraufhin die Athleten mit Leistung nicht verwöhnt haben. Aber was soll's, schauen wir uns einmal an, was Pastuszynski aus Polen im Dreisprung drauf hat. Eine ganze Menge heute, denn mit 17,27 Meter hat er eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Und damit liegt er nur, Sie werden es fast kaum glauben, auf Platz 6. 17,27 Meter. Und das, obwohl solche Männer wie Billy Banks nicht dabei sind, Charlie Simpkins aus den USA, sie sind in der Qualifikation hängen geblieben. Kleines Sportlerdrama in der Qualifikation. Wie oft hat es das schon gegeben? Die Polen also haben wieder gute Dreispringer. Das freut uns ganz besonders, denn das hatte ja eine große Lücke gerissen. 1960 in Rom war es Josef Schmid. Schönes Känguru, der hier im Olympiastadion eine olympische Goldmedaille gewann. Und er hat viele Nachfolger in Polen gefunden, in der Dreisprungszene. Unter anderem Czesław Hoffmann, den Weltmeister, Titelverteidiger, hier dabei, aber im Moment nicht sonderlich gut platziert. Aber ein anderer, ein neuer Pole, Pastuszynski. Guter Sprung.
23 Jahre alt. Und noch immer gesund. Das muss man bei den Weitspringern mal dazu sagen. 400 Meter der Frauen. Die Vorbereitung, 2 Minuten, 1,5 Minuten wird der Lauf gestartet. Drei Läuferinnen aus der UdSSR, 2 Läuferinnen aus der DDR, 2 aus den USA und 1 kanadische Läuferin. Das sind die 8 Läuferinnen, die sich nun zum Finale, dem Start, erstellen werden. Gibt es eine Favoritin? Natürlich gibt es keine Nachfolgerin für Marita Koch. In dem Sinne will ich das wissen, dass keine so souverän war, wie sie die Szene früher beherrschte. Nazarova aus der UdSSR Bahn 1. Vor ihr Olga Bryschkina, ebenfalls aus der UdSSR. Die persönliche Bestleistung war eingeblendet 48,27, aber das liegt schon länger zurück. Petra Müller, für mich eine Favoritin. Diane Dixon aus den USA, ein bisschen unberechenbar. Mal sehr gut, dann wieder ein bisschen schlechter. Die dritte Russin, lange Zeit Jahresweltbeste in diesem Jahr, Pinigina. Kirsten Emmelmann aus der DDR, sehr erfahren auf dieser Distanz. Lily Leatherwood King, Olympia Fünfte von Los Angeles. Und die Kanadierin Gillian Richardson, ganz außen. Eingeblendet sehen Sie den Weltrekord und den Weltmeisterschaftsrekord, den übrigens Jarmila Kratochvilova aus der Tschechoslowakei hält, die hier auch dabei ist, aber im 800-Meter-Finale, da sehen wir sie später. Kirsten Emmelmann ist gut gestartet. Petra Müller, die DDR-Kollegen sagten mir vorhin noch, sie ist eigentlich nicht der Siegertyp wie eine Marita Koch. Und trotzdem traue ich ihr den Sieg zu. Kirsten Emmelmann läuft sehr stark an. Da sehen wir, sie geht jetzt auch optisch schon an die Spitze. Hat die Kurvenvorgabe von den vor ihr gestarteten Läuferinnen längst eingeholt. Ein sehr schnelles Anfangstempo. Ob sie das halten kann? Petra Müller und Kirsten Emmelmann. Aber Bryschkina auf der Bahn 2 kommt da. Oh, Petra Müller hat nicht das Stehvermögen. Bryschkina aus der Sowjetunion. Souverän macht sie das. Wer hätte das gedacht? Sehr gute Zeit, 49,39 Sekunden. Zweite Petra Müller, dritte Kirsten Emmelmann. Und Sie können es im Moment nicht sehen. Kirsten Emmelmann schlägt die Hände vors Gesicht, als wolle sie sagen, warum bin ich nur so schnell das Rennen angegangen? Vielleicht war das ihr früher Tod, um das mal mit diesen Worten zu formulieren. Olga Bryschkina aus der UdSSR. Der erste Sieg für die Sowjetunion bei diesen Weltmeisterschaften. Und wie? Und wie? Bryschkina, Petra Müller, Emmelmann, Pinigina, Lily Leatherwood King, das ist die Reihenfolge. Ja, die Kamera hat rechtzeitig umgepolt auf Olga Bryschkina. 49,39 Sekunden. Man soll nicht immer nach dem Weltrekord schielen. In der Szene der 400 Meter der Frauen hat es momentan keine überragende Läuferin, wie wir Marita Koch kennengelernt haben, oder bisweilen Jarmila Kratochvilova. Trotzdem, der Glückwunsch geht an diese Sowjetrussin. Und wir machen einen Sprung hinüber zu den Dreispringern, zum Europarekordmann, zum Führenden dieser Konkurrenz, zu Christoph Markov aus Bulgarien. Sein dritter Versuch. Ob ihn das wohl stört, die Haare, da bläst er noch mal hoch. Gelingt nicht jedem, dass dabei die Haare da noch ins Fliegen kommen. Leichte Windbewegung nur im Stadion, leichter Schiebewind, günstige Voraussetzungen und los geht's.
dann zieht er die Dinger weit. Ungültig, ungültig. Vielleicht liefert uns die Kamera direkt am Absprungbalken den Beweis. Dafür, die Pfiffe sind unnötig, unberechtigt. Mal gucken. Also, alle Pfiffe wieder zurückgenommen. Markov hatte einen ungültigen Versuch. Eingeblendet seine besten Sprünge. Und wir wollen das natürlich nicht so trocken machen. Wir haben ein bisschen was für Sie vorbereitet. Nämlich das, was vor Beginn unserer Sendung geschah, im Dreisprung. Christoph Markov, bitte sehr. In der Qualifikation hat der deutsche Meister aus Düsseldorf, Peter Buschen, uns überrascht mit 17,01 Meter. Heute nun im Vorkampf erster Versuch ungültig, jetzt sein zweiter Versuch. Weit hat er ihn herausgezogen. Ja, geht die Faust hoch. Tja, so hat er sich das natürlich gewünscht, Peter Buschen. In einem Wettbewerb, der von absoluter Klasse geprägt ist. Wunderschön dieser Sprung. Und die Weite wird sie schon angezeigt. 17,26 Meter. Das ist fast deutscher Rekord, 17,33 Meter, nur 7 cm unter dem deutschen Rekord. Peter Buschen also bei diesen Weltmeisterschaften in Topform. Er ist jetzt im Moment auf Platz 7. Der Führende in der Dreisprung-Konkurrenz. Christo Markov aus Bulgarien, der Europarekordmann. Ein bisschen bin ich ja schon zusammengezuckt, als ich die Ergebnisse der Qualifikation zur Kenntnis nahm, als nämlich Willie Banks, der Weltrekordhalter, ausschied, als Charlie Simpkins nicht mehr dabei war. Aber inzwischen sind wir alle längst schon mehr als versöhnt. Der zweite Versuch für Christoph Markov, 17,70 bislang und nun? Meine Güte, hat der was drauf. Er zieht ja die Sprünge und da geht auch bei ihm die Faust hoch. Soll ich sagen, die Bäckerfaust? Nein, das wäre falsch. Das passt. Aber welche Kräfte wirken da auf die Knöchel? Na, genauer kann man nicht abspringen. Ist er gültig? Jawohl, da haben wir 17,73 Meter. Live sind wir wieder im Olympiastadion von Rom. Und der Applaus, den Sie hörten, galt einem Italiener, der sich hier wohl jetzt verabschiedet hat im Dreisprung. Bardinelli nämlich hat das Finale nicht erreicht. Die ersten Bilder vom Diskuswerfen der Frauen liegen vor. Die Bulgarin Christova ist die nächste Teilnehmerin. Es ist ihr erster Versuch. Zu ihrer Orientierung, Martina Hellmann aus der DDR hat im ersten Versuch 71,08 vorgelegt. Stenka Silhava aus der Tschechoslowakei, die Weltrekordhalterin, war 64,34. Schön diese Einstellung. Von oben, da sehen Sie mal, auf welch engem Raum ein Diskuswerfer drehen muss. Gar nicht so einfach, den Diskus dann auch noch so rauszuschleudern, dass er innerhalb des Sektors bleibt. 63,72 Meter, damit kann man in Rom natürlich keine Blumen ernten. Hinüber zum Dreisprung. Oleg Broschenko.
Es ist sein dritter Versuch und Sie werden es nicht glauben, dieser große Mann des Dreisprungs hat bislang keinen gültigen Versuch. Wenn er jetzt nicht dabei ist, ist für ihn die Weltmeisterschaft zu Ende. Er muss seinen gültigen Versuch haben. Vorsichtig läuft er an. Donnerwetter. Ein zaghafter Anlauf und nun geht die weiße Fahne hoch. Also, da können wir damit rechnen, dass nun auch Proschenko mit im Finale ist. Platz 7 bislang für Peter Buschen, den deutschen Meister und Rekordmann aus Düsseldorf mit 17,26 Meter. Und dieser Versuch muss nur weiter gewesen sein als 16,79. Das ist die Marke von Elliott aus den Bahamas. Ja, das Warten auf die Weite. 17,23 Meter. Da kommt noch mehr, da bin ich sicher. Jetzt hat er die Sicherheit, die Gewissheit, im Finale dabei zu sein. So jedenfalls sieht es aus. Ilke Willuda aus der DDR. Eigentlich ist man geneigt zu sagen, eine 18-jährige Nachwuchswerferin, aber sie kann viel, viel mehr. Sie hat in diesem Jahr schon gleich dreimal den Juniorenweltrekord verbessert, war im Birmingham Kugelstoßen und im Diskuswerfen Siegerin und ist in der Lage, jetzt schon fast regelmäßig Weiten über 70 Metern zu werfen. Das konnte in ihrem Alter nie zuvor eine andere Athletin. Ilke Willuda, Schülerin aus Leipzig. Ihr persönlicher Rekord, Sie sahen es eben, 71,64 Meter. Und das ist ganz entscheidend, sie soll auch noch sehr, sehr gute Nerven haben. Kann ich von hier aus bestätigen. 68,5 Meter in einem Weltmeisterschaftsfinale als 18-Jährige hinzulegen, da gehört schon eine große Portion Selbstbewusstsein dazu. Nervenstärke allemal. Sehr schön schleppt sie den Diskus hinter sich her, um auf diese Weise die Fliehkraft zu erhöhen, um damit dem Diskus den nötigen Schwung, den Schub zu geben, damit die Scheibe, ein Kilo ist sie schwer, bis auf 70 Meter oder darüber hinaus. Platz 2 für die junge Sportlerin aus der DDR, 68,20 Meter, in Führung Martina Hellmann, ebenfalls DDR. Svetla Mitkova aus Bulgarien. Übrigens, in diesem Vorkampf ist lediglich mit Connie Price aus den USA eine Vertreterin der westlichen Hemisphäre dabei. Ansonsten, wenn ich mal die Kubaner auch zur östlichen Hemisphäre zähle, was geografisch natürlich nicht in Ordnung ist, aber was ideologisch sicherlich in Ordnung geht. Es wirft allerdings auch ein Licht auf diese Disziplin. In der westlichen Welt hat man den Anschluss, ich will sagen, schon längst verloren an die Weltspitze im Diskus. Erinnern wir uns an Liesel Westermann, die Ende der 60er Jahre die Weltspitze fest im Griff hatte. In wenigen Minuten, liebe Zuschauer, ein weiteres Finale. 800 Meter der Frauen. Zwei Läuferinnen aus der DDR sind dabei und die haben sich so ihre Gedanken gemacht über das, was heute passieren könnte. Also als Favoriten würden wir beide sprechen, glaube ich, auch einen Sieg, wenn wir da die Kyrö ansehen, denn die läuft ja auch eine sehr schnelle 400 Meter, also knapp über 50 Sekunden. Und Kolovic auch auf alle Fälle. Und man muss auch immer mit den alten Damen rechnen, wie Katowela war, die amtierende Weltrekordlerin, und Oli Sarenko.
Na, ich würde wohl sagen, dass uns beiden ein sehr schnelles Rennen entgegenkommen würde. Zumal dann auch schon ein paar abfallen würden, wo einigen sicherlich auch die Spurtstärke dann genommen wird. Und dann wird sich sehen, wer, also ist eher ein besseres Bild möglich, wer wirklich der Bessere ist. Ein schnelles Rennen also wünschen sich die Damen und Favoritin soll Quiró aus Kuba sein. So haben wir es vernommen. Mal sehen, was es gibt. Nadezhda Olisarenko aus der UdSSR Bahn 1. Mitica Jungiatu aus Rumänien Bahn 2. Jarmila Kratochvilova. Die Titelverteidigerin von Helsinki, die erste Weltmeisterin auf dieser Distanz, feiert ein Comeback. Hier haben wir Sigrun Vodas, die wir gerade noch gehört haben. Und vor ihr startet Libov Gurina aus der UdSSR. Und dann die vermeintliche Favoritin, die die Karten allerdings schon offengelegt hat. Anna Quiró aus Kuba. Die Jahresweltbeste, Slobodanka Kolovic. So gerade eben hat sie das Finale noch erreicht. Und Christine Wachtel, vielleicht mit dem größten Durchsetzungsvermögen und den besten Chancen, Anna Quiró den Sieg vielleicht doch noch streitig zu machen. Aber was kann Jarmila Kratochvilova? Sie konnte mal 1,54,68 laufen, aber ich meine, die Zeit ist vorbei. Schauen Sie einmal ihr Alter, 36 Jahre. Es ist unglaublich. Und 1,53,28, das ist ihr Weltrekord. Und 1,54,68, das lief sie bei den Weltmeisterschaften vor 4 Jahren. Und spät im Jahr dann stellte sie noch einen Weltrekord auf. Mal sehen, was heute geht. Jetzt gehen die Läuferinnen nach innen. Schnell soll es sein. Christine Wachtel sorgt dafür, dass das Tempo flott ist. Quiró an zweiter Stelle. Die erste kleine Rempelei. Nicht der Rede wert. Sigrun Vodas liegt auf Position 3. Und Olisarenko auf Position 4. Kratochvilova geht innen, ich hätte fast gesagt vorbei, sie hält sich zurück. Kleines Geschubse, Sigrun Vodas in Führung, 56 Sekunden die Durchgangszeit, die soll uns hier jetzt nicht interessieren. Vodas vor Wachtel und Quiró. Olisarenko und Kratochvilova, die schon Schwierigkeiten hat, den Anschluss zu halten. Christine Wachtel in taktisch günstiger Situation übernimmt sie die Führung. Aber die Kubanerin Quiró bleibt ihr auf den Fersen. Sie muss förmlich ihren Hauch spüren. Und nun eingangs der Zielgeraden. Ja, ist da die Kubanerin, die tatsächlich schnellste Sprinterin, die ehemalige 400-Meter-Läuferin mit nicht sonderlich großer Erfahrung auf dieser Distanz. Das schafft die Kubanerin wohl nicht mehr. Die DDR-Läuferinnen kämpfen um den Sieg und Sigrun Vodas gewinnt. Ist das eine Überraschung? Vodas vor Wachtel und Olisarenko. Die Zeit 1 Minute 55,27 Sekunden. Ja, schneller kann man sich das Rennen wohl gar nicht wünschen. Das sehe ich ein bisschen anders. Das ist nicht Sigrun Vodas, das ist Christine Wachtel. Da haben wir die Siegerin, jawohl. Das ist Jahresweltbestzeit, 1,55,27. Denn bislang war Christine Wachtel mit 1,55,86 in diesem Jahr am schnellsten gelaufen. Habe ich das richtig gesehen, dass Olisarenko auf den letzten Metern dann doch noch die Bronzemedaille gemacht hat? Also, Vodas vor Wachtel und Olisarenko. Nichts gab's mehr für die Kubanerin Quiró. Die Medaillen an die DDR und die Sowjetunion. Vodas, Wachtel, Olisarenko. Ein verdammt schnelles Rennen.
sah gar nicht so sehr danach aus, als lief es auf eine Jahresweltbestzeit hinaus, als die Durchgangszeit bei 56,5 Sekunden lag. Ja, da geht das Kinn immer höher, da will man im Grunde genommen Zentimeter schinden, aber was oben geht, geht unten eben manchmal nicht. Die Beine machen dann doch nicht mehr so recht mit. Das größere Durchsetzungsvermögen, so hieß es, habe Christine Wachtel. Aber nun nimmt sie die Silbermedaille mit nach Hause. Und Sieg für Sigrun Wodas aus der DDR. Schlag auf Schlag geht es hier im Olympiastadion in Rom. Peter Buschen aus Düsseldorf, der deutsche Meister, bereitet sich vor auf seinen vierten Versuch. Unten rechts sein Maskottchen, ein Känguru. Ähnliche Sätze hat er hier wirklich gemacht, wenngleich er erst einen gültigen Versuch hat, liegt er aber fantastisch mit seinen 17,26 Meter, wobei ich in erster Linie die Leistung als solche und erst dann den Platz hervorheben möchte, denn mit 17,26 habe ich kaum gerechnet, mit dem Platz 7 habe ich ein bisschen geliebäugelt. Sehr schön. War das weiter? Das warten wir noch ab. Locker scheint er drauf, der Peter Buschen. Natürlich hat er jetzt gut lachen. Mit 17,26 ist er einer der wenigen bislang im bundesdeutschen Team, die zum Zeitpunkt Weltmeisterschaft top in Form sind und ihre Leistung gebracht haben. Da kann man auch noch ein bisschen was gut machen. Bitte eine prima Serie. 17,26, 17,08. Die beiden Ungültigen waren weit, aber eben übergetreten. Was soll man da machen? Egal. Mit 17,26 Meter ist unser Vertreter bestens dabei. Es ist gar nicht so weit hin bis zu den Medaillenrängen, denn lassen Sie mich einmal Mike Conley erwähnen, den Jahresweltbesten, der mit 17,37 Meter im Moment noch auf Platz 3 rangiert und 17,38 Meter reichen im Moment sogar zur Silbermedaille. Aber es stehen ja noch zwei, bisweilen sogar noch mehr als zwei Versuche aus. Wir sind im vierten Durchgang. Kovalenko, einer der vielen Weltklasse-Dreispringer aus der UdSSR, ohne große Vorbereitung, zieht er seine Nummer ab. Ungültiger Versuch, schade um die Kraft, die er da in der Grube gelassen hat. Bei dieser Gelegenheit, weil im Moment sich nichts Sensationelles gerade tut, ein paar Ergebnisse für Sie zum Mitschreiben, zum Nachdenken. Sabine Braun, unsere Siebenkämpferin, hatte heute Vormittag mit 14,14 über 100 Meter Hürden einen ganz respektablen Auftakt, sprang dann 1,75, da hätte es ein bisschen mehr sein können. Cornelia Heinrich startete mit 14,48 über die 100 Hürden und sprang dann ebenfalls 1,75. Zum Zwischenstand im Siebenkampf der Frauen später ein bisschen mehr, denn das Kugelstoßen ist inzwischen beendet, aber noch nicht ausgewertet. Jackie Joyner-Kersee, das kann ich Ihnen aber mit Sicherheit sagen, führt souverän diese Konkurrenz an. Ein Zwischenergebnis des Siebenkampfs will ich trotzdem loswerden. Also nach drei Disziplinen, 100 Meter Hürden, Hochsprung und Kugel, führt Jackie Joyner mit 3.172 Punkten, liegt damit schon fast 200 Punkte vor der Sowjetrussin Nikitina. Jane Frederick aus den USA auf Position 3. Anke Behmer, die Europameisterin, nur auf Platz 6. Sie ist allerdings auch ein bisschen verletzungsbedingt gehandicapt. Sie kommt aus der DDR. Und unsere Vertreterin Cornelia Heinrich und Sabine Braun rangieren derzeit auf den Plätzen 16 und 18 mit 2.625 Punkten. So Cornelia Heinrich und Sabine Braun mit 2.564 Punkten.
von Medaillen war da im Vorfeld dieser Weltmeisterschaften ohnehin nicht die Rede, zumal Sabine Braun, eine zweifellos exzellente Siebenkämpferin, durch jetzt schon jahrelange Verletzungen überhaupt nicht in der Lage war, sich in Topform zu bringen. Zurück zum Dreisprung, Pastuszynski aus Polen mit seinem vierten Versuch. Seine Bestweite bislang 17,27, einen Zentimeter besser als Peter Buschen. Da muss man schon sehr beständig im Anlauf sein, um dieses Brett mit 35, mit 40 Meter Anlauf immer wieder exakt zu treffen. Und oftmals sind exzellente Weit- oder Dreispringer an diesem Problem ja schon gescheitert. Das hat schon ganze Karrieren gekostet. Also prima Serie, 17,27 und so weiter und so weiter. Nun 17,28, noch ein Zentimeterchen draufgepackt. Damit bleibt er allerdings Sechster. Aber es war eine persönliche Bestleistung für ihn. Und würde er, nämlich Markov aus Bulgarien, nun Bestleistung springen, dann hieße das ein neuer Europarekord. Und soweit ist er wirklich nicht davon entfernt. 17,73 hat er bereits erzielt. Und 17,81 ist sein Europarekord. Also ganze 8 Zentimeterchen. Vielleicht gelingt es ihm. Rhythmisches Klatschen, das ist schon fast in der Leichtathletik-Szene inzwischen ein Indiz dafür, dass ein Dreispringer unterwegs ist. Die große Gemeinde der Leichtathleten applaudiert ihm. Der zweite Sprung vielleicht ein bisschen kurz geraten, aber die Weltrekordmarke, die sie hier ganz kurz an dem Kopf von Markov sahen in diesem Standbild, signalisiert, es war ein sehr, sehr weiter Sprung. Keine Frage. Wunderbar das Brett getroffen. Ja, was fehlt ist die Weite? 17,92! 17,92, neuer Europarekord. Ganze 5 Zentimeterchen trennen ihn nun vom Weltrekord des Billy Banks, der sicherlich hier auf der Tribüne sitzt und etwas mitleidsvoll die Szenerie beobachtet. Das schauen wir uns noch einmal an. Europarekord durch Christoph Markov. 17,92 Meter. Wow. Rolf Kamer, Sie haben eine Goldmedaillengewinnerin bei sich. Ja, wir haben sie hier. Sie muss noch drüben zu den Kollegen. Sigrun, Glückwunsch, Kompliment. Sagen Sie uns was zum Rennen in kurzen Worten. Na, das Rennen war sicherlich nicht optimal. Es gab sehr viele Rempeleien. Und eine Goldmedaille. Ja, ich bin überglücklich. Ich hätte es nie erwartet, weil ich in diesem Jahr immer die Zweite gewesen bin. Und ich wäre mit der Bronzemedaille durchaus zufrieden gewesen, wäre ich auch glücklich gewesen, aber nun
Die Freude ist riesengroß. War viel Taktik drin. Sie kommen aus einem Club, haben einen Trainer zusammen mit Christine Wachtel. War da einiges abgesprochen? Es war einiges abgesprochen und wir ergänzen uns beide sehr gut. Das haben wir in jedem Wettkampf bewiesen und dass es diesmal für mich lief, freut mich sehr, weil ich immer die Zweite gewesen bin. Ja, wie gesagt, drüben warten viele. Schönen Dank und es wird gefeiert heute. Dankeschön. Das war was fürs Herz von Sigrun Wodas. Und nun, ganz cool, Joseph Taiwo aus Nigeria. Das konnte er schon besser, das weiß er. Deswegen animiert er auch hier niemand zu übermäßigem Applaus. Sanchez aus Spanien ist auf Bahn 1 im 400 Meter Zwischenlauf bei den Männern. Auf der Bahn 2 John Ansra aus Kenia. Derek Redmond aus Großbritannien auf der Bahn 3. Darren Clark aus Australien, Bahn 4, seit 7 Jahren Weltklasse. Matthias Schersing aus der DDR, Bahn 5. Aus Kuba kommt Roberto Hernandez, Bahn 6. Schauen Sie mal die Bestzeiten an da, 44,61. Ist unglaublich sowieso, was sich in dieser Szene tut. Hector Daly aus Panama und aus Äthiopien ganz außen. Tja, ist gar nicht dabei, sehe ich. Dann brauche ich nicht ein Wort darüber verlieren. Redmond, Clark und Schersing, die Bahnen 3, 4 und 5. Das wird es wohl sein, aber wir haben schon viele Überraschungen gerade auf der 400 Meter Distanz erlebt. Guter Start für Derek Redmond, dem Europameisterschaftsvierten des vergangenen Jahres. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, hier sind Zeiten gelaufen worden in den Vorläufen. Unglaublich. Habe ich später noch Zeit. Schauen wir uns mal an, was hier im ersten Zwischenlauf abgeht. Schersing hängt ein bisschen zurück. Redmond und Clark, aber Hernandez aus Kuba. Ganz weit vorne. Redmond souverän. Cool, kontrolliert jetzt schon, was Sache ist. Weiß genau, er ist dabei. Redmond, Hernandez und Schersing. Die drei haben sich qualifiziert. Darren Clark hat sich da auf etwas eingelassen, was ins Auge gehen kann. Vergessen Sie diese Geschichte da oben, 31,98. Computerspielerei, sage ich mal dazu. Interessiert niemand, wie hoch die Durchschnittsgeschwindigkeit ist bei einem 400-Meter-Läufer. Also, Redmond, Hernandez, Schersing, Clark wird Vierter, die Zeit 45,02. Das muss man sich einmal vorstellen. Das muss man laufen, um einen Zwischenlauf zu gewinnen. Wir haben noch ein Halbfinale vor uns und haben noch ein Finale vor uns. Was kommt da noch alles? Eingeblendet die Bestätigung dessen, was wir schon gesehen haben. Wodas vor Wachtel und Kurina, Jahresweltbestzeit für die Weltmeisterin 1,55,26. Kiro aus Kuba ohne Medaille, Kratochvilova, die Altmeisterin dieser Strecke mit 1,57,81 auf Platz 5. Man muss eigentlich sagen, sensationell, denn mit 36 Jahren in der Weltspitze mit 1,57 irgendwas noch dabei zu sein, ist unglaublich. Dehnübungen für einen Mann, dem der Europarekordsprung des Bulgaren Christoph Markov auf den Magen geschlagen sein wird. Das kennen wir übrigens von Al Joyner, als er kürzlich im Sportstudio war. Da haben wir ihn mal die 25 Meter quer durchs Studio springen lassen. Das Einzige, was er vorher zur Auflockerung tat, waren Dehnübungen vergleichbar jenen, wie sie Mike Conley hier nun gezeigt hat. Er ist ja ein Allround-Talent im Sprung. Weitsprung ebenso gut wie im Dreisprung. Er ist ja übrigens auch qualifiziert für das USA-Team im Weitsprung. Aber er hatte sich das wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Hier mit 17,37 Meter jetzt im vierten Versuch auf Platz 3 zu liegen
und an 17:92 herumknabbern zu müssen, die der Bulgare Markov vorgelegt hat, das sind Dinge, die man sich zu Hause im Bett, im Traum wohl ein bisschen anders vorgestellt hat. Sicher auch Mike Conley. Sehr gut. Sah im Anlauf gar nicht so schnell aus. Und trotzdem hat er den Sprung weit hinausgezogen. Wenn ich mal Bezug nehme auf die Akustik, die hier verbreitet wird, sprich den Applaus, den die Zuschauer dieser Leistung gezollt haben, jene nämlich, die ganz dicht da drüben dran sitzen. Der Dreisprung findet auf der Gegengeraden statt, von uns also 200 Meter Luftlinie entfernt. Dann darf ich annehmen, dass dieser Sprung nicht weiter war als die 17:92 von Markov, aber Conley könnte sich nun verbessert haben. 17:65, die Nummer wird noch einmal spannend. 17:92 Europarekord für Markov, 17:65 für Conley, Platz 2, Kovalenko aus der UdSSR, 17:38 im Moment Platz 3. Zwei Versuche stehen noch aus, es bleibt spannend. Sakirtin aus der UdSSR in seinem fünften Versuch. Pardon, das ist der vierte Versuch. Da war der fünfte eingeblendet, das stimmt aber nicht. Also, doch der fünfte Versuch, inzwischen korrigiert. Was soll's? Nella settima corsia con il numero 615 il campione del mondo di sette il canadiano Bert Lampa. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Regisseur tut, denn gleich wird hier der zweite Zwischenlauf über 400 Meter gestartet. Da haben wir Bertland Cameron in den Startblöcken auf der Bahn 7 und Baloschak aus der Tschechoslowakei Bahn 8. Und Thomas Schönlebe, vielleicht haben Sie ihn schon erkannt, startet auf der Bahn 6. Der beste 400-Meter-Läufer aus der DDR auf der Bahn 6 müsste sich eigentlich hier problemlos qualifizieren für das Semifinale. Wichtig auch noch zu wissen, dass David Kitur aus Kenia auf Bahn 4 dabei ist. Ja, kommen dicht zusammen heraus. Roddy Haley aus den USA. Eingangs der Zielgeraden neben Thomas Schönlebe vorne dabei. Ja, das sind drei, vier Athleten, die über den Platz sich qualifizieren wollen. Schönlebe ganz sicher nach Hause mit diesem Sieg. Oh, wow, 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 wow. 44:81. Was sind das für Zeiten? Kürzlich erst liefert ein Europarekord mit 44:48 und hier, schauen Sie sich das mal an, das konnten früher nur die Amerikaner. 400 Meter in 44:48, in 44:81 laufen und dann locker im Tunnel verschwinden und so tun, als sei nichts gewesen. Schönlebe vor Kitur und Haley. Cameron vielleicht qualifiziert als einer der vier Zeitschnellsten. Ich würde es ihm wünschen, dem Weltmeister des Jahres 1983, damit er noch eine Chance hat, seinen Titel zu verteidigen. Aber sicher haben die Plätze Schönlebe, Kito und Haley. Cameron muss warten, hoffen, bangen und zittern. Peter Buschen, fünfter Versuch. Da löst er noch mal alles im Oberschenkel, was zu lösen ist. Abklopfen der Muskeln. Auch das etwas, was aus Amerika rüberkam. Nicht alles ist das Beste und Gut, was daherkommt, aber das hat sich durchgesetzt, wie ich schon häufig in der Szene festgestellt habe. Es scheint gut zu tun. Wohl nicht verbessert. Aber er kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Auch wir sind es, keine Frage. 17:26, die können sich international allemal sehen lassen,
Wenn man natürlich auf ein solches Klassefeld stößt, wie hier in Rom, dann muss man auch mal mit Platz 7 vorlieb nehmen. Dort rangiert unser deutscher Meister zurzeit. Aber was soll's, wir wissen, er ist dabei. ...16,73 die Weite. Eine große Auseinandersetzung soll es werden in diesem dritten Zwischenlauf. Muss es aber nicht unbedingt werden, denn die ersten drei sind für das Semifinale qualifiziert. Aber Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, Reynolds gegen Ekpunike. Das Duell, das wir eigentlich erst im Finale erwartet haben, es findet hier schon einmal statt. Maciev aus Jugoslawien auf der Bahn. Die Kamera ist ein bisschen früh dran, denn da unten herrscht noch ein bisschen Durcheinander. Vielleicht haben wir Zeit genug, lieber Thomas in der Regie, mal kurz reinzuhören, was Harry Butch Reynolds so gedacht hat vor diesem Rennen. Da haben wir ihn groß im Bild. In unserer magnetischen Aufzeichnung suchen wir das Stellchen noch, wo wir reinschieben können. Kurochkin aus der UdSSR im Bild. Ich glaube, wir heben es uns für später auf. Es wird ein bisschen knapp werden. Innocent Ekpunike aus Nigeria. 44,17. Sie sahen es eingeblendet. Seine persönliche Bestleistung aufgestellt in Zürich. Beim großen Meeting. Sieg natürlich für ihn. Morris aus Jamaika sahen sie, Sabe aus Kenia. Die Kenianer sind unglaublich stark hier. Das haben wir schon längst gemerkt. Skerrit aus Kanada. Asui Posti auf die Plätze. Bitte, meine Herren. Ist das schon der größte? Weil schnellste 400-Meter-Läufer aller Zeiten. Noch ist es Lee Evans mit seinem Weltrekord aufgestellt in der Höhe von Mexiko, 43,86. Es geht hier nicht um Weltrekord, es geht um Platzierung. Aber dieser Butch Reynolds, der kann auch in der Höhe von Rom, sprich Meeresspiegelhöhe, Zeiten von 44 laufen. Ein bisschen langsam geht er an. Ekpunike dafür wesentlich schneller. Wir haben im Bild hinten im weißen Trikot nur Ekpunike von Reynolds im Moment in der Kamera. Nichts zu sehen. Er läuft verhalten, Butch Reynolds. Ekpunike weit voraus. Jetzt haben wir im blauen Trikot Reynolds. Großer Vorsprung. Ja, da schaut er sich schon um. Was soll er machen? Braucht er doch nicht mehr viel mehr tun. Wo ist Reynolds? Er muss sich unter die ersten drei schieben. Tut er auch. Er kommt auf den letzten Metern und geht gemeinsam mit Ekpunike und Morris über die Ziellinie. 45,47, einer der wenigen schnellen Läufe, aber immerhin 45,5 Sekunden. Das kann im Moment kein bundesdeutscher 400-Meter-Läufer laufen. So darf ich mal mit allem Vorbehalt annehmen, denn sonst wären bundesdeutsche Vertreter hier sicherlich ins Rennen gegangen. Sie sind es nicht, sie haben sich abstinent gehalten. Also, egal wer auch immer, es sah danach aus, als hätte der Jamaikaner gewonnen. Ekpunike ist qualifiziert, Reynolds ebenso. Es spielt für uns keine entscheidende Rolle. Und wenn ich eben gesagt habe, was es hier schon Tolles gegeben hat, ich weiß nicht, ob die Regie jetzt in der Lage ist, bis ins Jahr 1960 zurückzuspringen. Das würde mir eigentlich schon schmecken, wenn wir vielleicht eine kleine Reminiszenz machen würden, weil ich von bundesdeutschen 400-Meter-Läufern gesprochen habe und davon sprach, welche Dominanz die deutschen 400-Meter-Läufer in dieser Szene doch durch ihre hervorragenden Leistungen in der Vergangenheit untermauert haben. Ich denke da an Erwin Skamral, der mal den Europarekord hielt mit 44,88.
mit 44,50. Und der Sieger eben dieses Laufes, dessen Ergebnis Sie gerade hier eingeblendet sehen, Thomas Schönlöbe, hat im Jahr vor wenigen Tagen diesen Europarekord abgegeben. Zum Dreisprung, zum alten neuen Europarekordmann Markov aus Bulgarien. Fünfter Versuch. Weit, weit, weit war er. Ungültig ist er gegeben worden. Schade um diese Weite, schade um diesen Versuch. Schade um die Kraft, die ihn dieser fünfte Versuch gekostet hat. Ganze 3 cm waren schuld daran. Meine Güte, wird er sich sagen. Muss das sein? Musste das sein? Wie war das damals in Rom, 1960? Wissen Sie es noch? Da war ein Deutscher dabei. Und was für einer. Zwei Deutsche im 400 Meter Endlauf. Außen Manfred Kinder. Im schwarzen Trikot der Südafrikaner Spence, der enorm scharf antritt und so den Amerikaner Otis Davis Mitte mitzieht. Karl Kaufmann, der Innenbahn, profitiert nicht vom Spurt des Südafrikaners. Er vertraut auf sein ausgeprägtes Tempogefühl. Karl Kaufmann kämpft, er kommt, Zentimeter um Zentimeter. Davis hält mit, Davis kann zusetzen, rettet das Gold, haucht dünn ins Ziel. Was für ein Rennen. 44,9, Weltrekord für Davis, Weltrekord für Karl Kaufmann und fünfter Platz für Manfred Kinder im schnellsten 400-Meter-Sprint aller Zeiten. Ja, und dieser Manfred Kinder ist heute hier in Rom mit dabei. Er ist der Trainer der deutschen 400-Meter-Läufer und er wird auch natürlich vergangene Zeiten heraufbeschwören. Jens Karlowitz aus der DDR sieht die Welt heute ganz anders. Er hat sich locker über den Vorlauf für diesen Zwischenlauf qualifiziert. Vor ihm startet Ukbisi aus Nigeria und Gabriel Diako aus Côte d'Ivoire von der Elfenbeinküste mit einer persönlichen Bestleistung von 44,30 Sekunden. Seit Jahren Weltklasse, startet auf der Bahn 6. Roberto Ripo aus Italien, Bahn 7. Und Antonio McKay, der Hallenweltmeister aus den USA, startet ganz außen. Ich habe nicht alle Athleten vorgestellt, aber die wichtigsten waren es doch. Karlowitz auf der Bahn 4. Tiago geht schnell an. Aber der Mann aus Bahrain, Elvis Forde. Schnell ist er auf der Bahn 2, aber hat er auch das Stehvermögen. International nicht sehr erfahren. Karlowitz ist in Führung. Ukbisi aus Nigeria läuft zu ihm auf, aber Karlowitz hat die Kraft, hat alles im Griff. Karlowitz, Ukbisi und Tiako mit 45,26 für den Sieger. Die drei sind ganz sicher dabei. 4 weitere Zeitschnellste aus den 4 Läufen, die Sie jetzt insgesamt alle gesehen haben, sind also qualifiziert für das Semifinale. Überraschungen hat es wohl keine gegeben, aber nach wie vor ist es knüppelhart, sich hier in der 400-Meter-Szene international behaupten zu müssen. Denn im Vorlauf 45 zu laufen, im Zwischenlauf 45 Sekunden zu laufen oder sogar schneller, und dann weitere 2 Läufe zu bestreiten. Vielleicht nicht der Schnellste wird hier Weltmeister, aber derjenige, der am härtesten im Nehmen ist. Und wie können diese 400 Meter wehtun? Zum 400 Meter Lauf muss man wirklich geboren sein. Davon können viele Leichtathleten ein Liedchen singen. Da muss man über einen Punkt hinweglaufen können, den man im Innersten des Körpers spürt und den man allzu gerne meidet. Vielleicht war das nicht in diesem Lauf der Fall für zum Beispiel Jens
Karlowitz. Aber auch er wird das sehr genau kennen. Und die Afrikaner marschieren. Weiter sind sie vorne dabei. Diesmal ein Nigerianer, ein Mann von der Elfenbeinküste, Tiako, natürlich überhaupt nicht überraschend. Hinüber geht's zum Diskuswurf. Martin aus Kuba, die nächste Teilnehmerin. 60-80, 62-30 bislang, 60-80 ihre beste Weite. Sie hat sich verbessert. Könnte damit das Finale erreicht haben, denn wir sind im dritten Durchgang. 62,30 Meter gilt es zu übertreffen. Ich glaube nicht, dass es soweit war. Und die Vorbereitungen für Mike Conleys fünften Versuch. Laufen 17,65 Meter hat er im vierten Durchgang geschafft. Wenn es einen Expertentipp gab, dann gab es den für Mike Conley sehr häufig. Christoph Markov war oft genannt, aber nicht so oft wie Mike Conley. Also eine kleine Überraschung. Aber dieser Christoph Markov hat mit den 17,92 die Traumgrenze, die Schallmauer des Dreisprungs, die 18-Meter-Marke gestreift. Und jetzt geht es wieder los, die Diskussion um die 18-Meter-Marke. Wann wird sie fallen? Mike Conleys fünfter Versuch. Vorhin lief er ein bisschen zu zaghaft an. Noch jetzt gibt er im Anlauf, mir scheint es jedenfalls so, nicht alles. Der Versuch war ohne dies ungültig. Reden wir nicht länger drüber. Diana Ganski aus der DDR. Mit einem Versuch um die 70 Meter herum, damit hat sie sich auf Platz 2 vorgeschoben. Drei DDR-Werferinnen führen in dieser Konkurrenz. Martina Hellmann vor jetzt Diana Ganski mit der verbesserten Weite so um die 70 Meter. Und Ilke Willuda. Souverän führen diese drei die Konkurrenz an, denn die dann viertplatzierte Christova aus Bulgarien ist erst auf Platz 4 mit 66,10 Meter zu finden. Das war erwartet. 70,12 Meter. Platz 2, Entschuldigung, im Moment. Sparsames Lächeln. So kennt man es von ihr. Auch wenn sie über 74 Meter wirft, was ihr in diesem Jahr schon einmal gelungen ist, kommt da nicht viel mehr. Sie ist sehr zurückhaltend, bescheiden in ihrer Art. 74,08 Meter waren es dieses Jahr schon. Auch hier wackelt der Weltrekord. Korotkevich aus der UdSSR. Larissa wird sie auch gerufen, die, die sie besser kennen. Sie sehen das hier eingeblendet. 60,74 ihre bislang beste Weite in dieser Konkurrenz. Da sieht man doch mal die Diskrepanz, die da klafft zwischen der persönlichen Bestleistung von 67 Metern und den 60,74, die sie hier erzielt hat, ist halt doch nicht so einfach. Aber eine Ilke Willuda, 18 Jahre alt, aus der DDR, tritt hier völlig unbefangen an, hat eine Bestweite von etwas über 71 Meter, wirft hier 68,20 Meter und holt sich vielleicht eine Weltmeisterschaftsmedaille. Wer weiß. Tja, wo klemmt's denn? So ist das manchmal. Dann knallt es hinten und vorne und im Moment tut sich hier im Olympiastadion nicht sonderlich viel. Die drei Springer haben ihren fünften Durchgang beendet.
Warum da nicht weitergesprungen wird, vermag ich im Moment nicht zu sagen. Vielleicht trage ich ein Ergebnis nach. Gudrun Abt hat sich mit persönlicher Bestleistung von 55,83 über 400 Meter Hürden für das Semifinale qualifiziert. Sie lief gar nicht mal optimal. Sie hätte ganz sicherlich viel besser laufen können. Aber bitte, 55,83 sind ja auch was, zumal es persönliche Bestleistungen sind. Wichtig ist, dass sie qualifiziert ist. Was gibt es sonst noch zu sagen? Jackie Joyner aus den USA führt im Siebenkampf souverän. Ansonsten, liebe Zuschauer, glaube ich, haben Sie im Wesentlichen alles mitbekommen, was wichtig war. Heute am, muss ich gerade überlegen, dritten Tag dieser Weltmeisterschaften. Rolf Kramer, Sie stehen bereit, noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, Bernd, ich glaube, da sind wir uns einig. Die römische Luft, die Atmosphäre hier im Stadion, das gut gefüllt ist, scheint den Assen, den Athleten zu bekommen. Glänzende Leistungen der Viertelmeiler hier in den Endläufen, in den Vorläufen. Ich glaube, wir können uns auf einiges gefasst machen in den nächsten Tagen. Wir kommen wieder in einer knappen halben Stunde, 19.22 Uhr. Vielleicht haben wir dann den einen oder anderen Gast. Das hängt auch vom Verlauf der Wettbewerbe ab, die noch im Gange sind. Ich hoffe auf Peter Buschen. Wie gesagt, 19.22 Uhr wieder hier. Für etwa 25 Minuten. Wir geben jetzt ab an die Sendezentrale in Mainz. Tschüss und auf Wiedersehen. Für das Finale. Es geht um Harald Schmidts Teilnahme am Finale morgen, wo vielleicht sein größter Tag in seiner sportlichen Laufbahn mit einer Goldmedaille gekrönt werden kann. Aber da stehen heute 10 Hürden im Weg und er hat natürlich auch Gegner ernst zu nehmen, die sich in diesem Semifinallauf unserem deutschen Meister stellen, dem fünffachen Europameister, der sich rechtzeitig zu den Weltmeisterschaften in eine fantastische Form gebracht hat. Die Bahnverteilung eingeblendet und Sie werden schon zusammenzucken, wenn Sie sehen, dass auf Bahn 3 Danny Harris aus den USA an den Start gehen wird. Jener Mann, der nach einer Distanz von 10 Jahren Edwin Moses eine Niederlage beigebracht hat. In Madrid war es früh in der Leichtathletik-Saison. Und Chaco sahen wir zunächst, nun Robertson und nun haben wir im Bild Danny Harris, den Jahresweltbesten, dessen Bestzeit nun bei 47,56 Sekunden steht. Graham aus Jamaika, Band 4. Henry Amike aus Nigeria, Band 5. Harald Schmidt auf Bahn 6. David Patrick, ein weiterer Amerikaner, Bahn 7, der dritte bei den USA Ausscheidungen. Und Sven Nylander, auch seit Jahren in der europäischen Spitze aus Schweden, Bahn 8. Da sehen wir noch einmal Danny Harris, der von einer ungestümen Kraft oder mit einer ungestümen Kraft so manches Mal auf die Zielgerade kam, schon wieder sichere Sieger aussah, aber dann so seine Probleme an Hürde Nummer 9 und 10 bekam. So sahen wir es unlängst beim ISTAF in Berlin. Da hätte er ein weiteres Mal Edwin Moses schlagen können. Aber hier geht es, liebe Zuschauer, nicht um den Sieg alleine. Hier geht es schlicht darum, einer der 4 Erstplatzierten zu sein, denn dann ist man bereits für das Finale morgen qualifiziert.
Aber die Stars, die Asse, die können sich's natürlich nicht leisten, hier im dritten Gang zu laufen. Erstens ist dafür die Konkurrenz zu stark und zweitens muss man natürlich auch testen, was geht. Man muss wissen, woran man ist, denn wenn es morgen ins Finale geht, dann werden wir uns mit Sicherheit im Bereich des Weltrekordes bewegen. Denn Edwin Moses' Rekord aus dem Jahr 1983 steht bei 47,02 und er wird viel tun müssen, um hier seine Weltmeisterschaft aus dem Jahr 1983 zu verteidigen. Aber wir sind noch im Semifinale. Danny Harris auf der Bahn 3, soeben gestartet. Harald Schmidt auf Bahn 6. Wie immer geht Danny Harris das Rennen als schnellster an, aber Harald Schmidt ist gut im Rhythmus. Gleich auf momentan mit Danny Harris. Vielleicht orientieren Sie sich auch daran, zu welchem Moment die Athleten die Hürde überspringen. Ah, Danny Harris ist etwa 2 Meter voraus. Harald Schmidt hat ein bisschen Boden gut gemacht. Harris führt. Nicht alles muss man hier geben. Denken Sie daran, es ist das Semifinale. Vierter muss man mindestens werden. Danny Harris in Führung, Harald Schmidt zweiter. Da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Harald Schmidt ist im Finale. Ich glaube sogar, dass er das Rennen gewonnen hat. Es schien mir sehr locker zu sein. 48,21 Sekunden. Einmal mehr unterstreicht das, in welch fantastischer Form sich Harald Schmidt derzeit befindet. Wir haben ja ihn in Köln laufen sehen, als er 47,60 lief. Wir sahen ihn in Zürich mit 47,88. Fantastische Zeiten, ganz dicht an den Europarekord heran. Und auch dieser Semifinallauf unterstreicht die Klasse des Harald Schmidt. Jawohl, er ist der Sieger dieses Semifinallaufs in 48,21. Danny Harris war Zweiter. Die Bahnverteilung im zweiten Semifinallauf. Yoshida aus Japan Bahn 1, der Senegalese Amadou Diaba startet auf der Bahn 2. Auch er ist schon Zeiten unter 49 Sekunden gelaufen. Tomov aus Bulgarien, ein neues Gesicht in der internationalen Szene. Tja, und hier haben wir Chris Akabusi, ein Mann, der von der Flachstrecke kommt und zum ersten Mal eigentlich so ernsthaft richtig die 400 Meter Hürden angepackt hat und gestern schon eine prima Zeit lief. Alonso aus Spanien, Bahn 5. Und da ist er, der Grand Seigneur der Leichtathletik, Edwin Moses. Thomas Nieberg aus Schweden, Bahn 7. Und ganz außen, die Kamera schwenkt gerade rüber zu Alexander Vassiljev aus der UdSSR, der sehr unterschiedliche Leistungen gebracht hat. Bisweilen gehört er zur absoluten Weltspitze und dann hatte er doch wieder Rückstände aufzuholen. Konzentration, aber Aufmerksamkeit für Edwin Moses, der seine Startvorbereitungen bisweilen förmlich zelebriert. Ja, sagt dies nicht, er versteht es meisterlich. Da kommt eine Handbewegung von ihm, ein Fotograf hat ihn gestört. Ein Klicken, ein Rauschen und schon springen die Funktionäre, Fotografen AD. Aber die Römer sind unerbittlich. Die gelbe Tafel ist gezogen, Mr. Moses, das war ein Fehlstart. Gemäß Reglement, so jedenfalls legen es die Kampfrichter und Funktionäre hier aus. Aber egal, er hat sich einmal mehr durchgesetzt. Und schauen Sie jetzt, ist das nicht eine Provokation? Da geht er einmal rückwärts, schaut sich um und alle anderen stehen da und haben das Nervenflattern und das Zittern. Und Edwin Moses macht einen kleinen Spaziergang. Da steht sogar der Starter stramm. Aha. So ist das bei Herrn Moses. Gleiches Recht für alle. Für Edwin Moses gilt was Besonderes. Die Verwarnung wurde zurückgenommen. Ohne Gerichtsverhandlung. Edwin Moses Souveränität hat wieder mal gesiegt.
Langsam kam er hoch zum Bronto und schnell ist er unterwegs. Schauen Sie sich das an, wie er auf der Bahn 6 nach vorne stürmt. Edwin Moses unaufhaltsam. Wer soll ihn gefährden? In diesem Semifinallauf wohl niemand. Vassiljev aus der Sowjetunion hält sich gut, keine Frage. Aber eben hat er sich verletzt, Vassiljev. Ausgeschieden, das werden wir uns noch mal anschauen müssen. Konzentration auf das Finish, auf Edwin Moses, der eingangs, der auf der Zielgeraden mit 2 Metern führt. Hat er Schwächen? Nein, 48,39. Diababa Zweiter und für mich die große Überraschung, Akkabusi aus Großbritannien hat es geschafft, im ersten großen Anlauf bei einer solch großen internationalen Meisterschaft sich für das Finale zu qualifizieren. Chris Akkabusi hat in der Szene der 400 Meter Hürdenläufer einen großen Schritt nach vorne getan. Ja, bei uns läuft das Bild durch. Ich nehme an, wir sind auf Sender hier. Liebe Zuschauer, wir hätten natürlich gern den Harald Schmidt hier gehabt, aber Sie wissen, nach dem Rennen nie, erst recht nicht vor einem Endlauf, der morgen stattfindet, 16.50 Uhr. Ich habe ihn kurz gesprochen, er hat mir gesagt, er war heute gut in Schuss, er ist flüssig angegangen, er hatte keine Schwierigkeiten, aber er war nach dem Rennen, auch das hat er betont, kaputt. Das Rennen steckt in den Knochen, er wollte also schnell nach Hause. Wir werden sehen, was morgen ist und er hat versprochen, egal wie es ausgeht, wir drücken ihm natürlich alle die Daumen. Er ist morgen bei uns dann nach dem Rennen vor der Kamera. Wir hoffen als Sieger, als Weltmeister. Wir haben einen Gast hier, Peter Buschen, im Dreisprung. Ich habe hier auf der Plattform, man ist im Stadion, das klingt paradox, nicht alles verfolgen können. Es war ein Riesenwettkampf mit einem neuen Europarekord von Markov Bulgarien. Ja, mit 17,92. Und also alle Ergebnisse, muss ich sagen, habe ich auch nicht im Kopf, weil ich mich auf meine eigenen Sprünge konzentriert habe. Aber ich weiß nur, dass man eben, um überhaupt ins Finale zu kommen, 17,23 Meter springen musste. Und gelinde gesagt, ist das eigentlich eine Entwicklung, die ist schon wahnsinnig. Erzählen Sie mal, Ihr bester Sprung war 17,26? Ja, ich hatte einen ersten Versuch, der war ungültig. Der war auch schon gut in die 17 Meter und dann wird man natürlich etwas nervös. Und dann der zweite dann mit zu viel Wind, 17,26 und dann noch ein 17,08er. Also insgesamt noch zweimal in die 16,70. Also von der Serie bin ich hochzufrieden. Wir waren genau auf dem Punkt, haben hervorragend gearbeitet mit dem Eckhardt zusammen, meinem Trainer. Gestern in der Qualifikation 17,01, 7. Platz. Nah noch an den Medaillen dran, ungefähr 20 cm. Da sagt man sich auch, na ja, aber ich habe vor, mich doch gut zu freuen. Also ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Das war ein Hit heute hier, der Dreisprung. Was ich hier so erlebt habe, die Zuschauer gingen mit. Der Weltrekord hat gewackelt. Ich meine, ein 7. Platz im Endkampf, das ist was. Ja, der Meinung bin ich auch. Also ich fühle mich gut mit dem 7. Platz. Natürlich, man möchte immer mehr, aber der 7. Beste der Welt. Und hier an diesem Tag topfit zu sein, die ganzen internationalen Sportfeste, dort gute Leistungen zu erbringen, ist zwar ganz nett, aber hier wird abgerechnet und mit dem 7. Platz stehe ich, glaube ich, in der Abrechnung ganz gut. Kleine Frage noch, die Amerikaner zu den Geschlagenen, wie haben Sie es aufgenommen, Conley und Co.? Also ich habe mit ihnen nicht gesprochen. Wie gesagt, ich habe mich sehr auf mich selber konzentriert. Ich wollte meinen Wettkampf machen, das ist mir gelungen, damit bin ich sehr zufrieden. Und jetzt ist erstmal Ruhe, Urlaub bzw. Studium und dann nächstes Jahr neues Spiel, neuer Kampf, die Olympischen Spiele. Wir drücken die Daumen. Schönen Dank, Peter Buschen. Meine Damen und Herren, der 7-Kampf der Damen war ebenfalls ein Höhepunkt heute. Mein Kollege Bernd Heller fasst zusammen die ersten 4 Übungen. Natürlich sprach alles von Jackie Joyner-Kersee, in deren Lauf Greiner aus den USA auf Bahn 3 startete. Und hier haben wir Jackie Joyner. Sie startet auf der Bahn 4. Der Startschuss, nur Jackie Joyner auf der Bahn 4, soll uns im Moment interessieren. Sie ist eine glänzende Hürdenläuferin, schnell zwischen den Hürden, brillant in der Technik. Und sie spielt das souverän aus, 12,89 Sekunden. Das wurde, soweit ich informiert bin, später auf 12,91 korrigiert. Was soll's, es hat jede Menge Punkte gebracht. 1138, wenn man sie einzeln abzählt. Damit war sie schon deutlich besser als bei ihrem Weltrekord Anfang August vergangenen Jahres in Houston.
Da lief sie nämlich 13,16 Sekunden. Und in den Punktetabellen wurde jetzt natürlich gerechnet. Was muss gehen, was muss nötig sein? Was muss sie hochspringen zum Beispiel? Denn 1,88 hatte sie bei ihrem Weltrekord. Die zweite Disziplin, Hochsprung, die Latte lag auf 1,90 Meter. Und Jackie Joyner stellt eine neue persönliche Bestleistung auf. Schauen Sie, wie sie sich freut. Damit hatte sie wohl selbst nicht gerechnet. Ein hervorragender Sprung. Jackie Joyner über 1,90 Meter. Die derzeit weltbeste Siebenkämpferin, das kann man unumwunden sagen, auf dem Weg zu einem neuen Weltrekord. Da müssen wir natürlich heute am Ende des ersten Tages noch ein Fragezeichen setzen. Aber das Kugelstoßen bereits, die dritte Disziplin, bestätigte die Vermutung, dass Jackie Joyner derzeit in der Form ihres Lebens ist. Auf 16 Meter exakt flog die Kugel. Wir haben hier einen Versuch knapp unter der 16-Meter-Marke, aber die beste Weite, die sie erzielte, wurde mit 16 Metern gemessen. Damit war sie wieder besser als in Houston. Da stieß sie nur 15,19 Meter. Im Hochsprung hatte sie 2 cm gut gemacht, im Kugelstoßen 81 cm. Und nun beim 200-Meter-Lauf der letzten Disziplin. Da ging es um die Frage, ob sie sich viermal selbst übertreffen würde. Sie startet auf Bahn 5. Sie kennen sie ja inzwischen. Von der Konkurrenz war heute nicht sehr viel zu sehen. Und auch bei diesem 200-Meter-Lauf wissen Sie gleich, wer Herr im Hause ist. Oder besser gesagt, Dame im Hause. Nämlich Jackie Joyner-Kersee. Keiner konnte ihr heute auch nur annähernd das Wasser reichen. Sie ist unglaublich talentiert, arbeitete hart als Vorbereitung für diese Weltmeisterschaft und lief dann im 200-Meter-Lauf mit 22,95 Sekunden. Eine fantastische Zeit, blieb nur um 800stel über ihrer damaligen Zeit von Houston. Der Zwischenstand im Moment noch nicht bekannt. Wir rechnen noch, mal sehen, was rauskommt. Auf jeden Fall mehr als bei ihrem Weltrekord in Houston. Rolf Kramer, bitte, es geht weiter mit Ihnen. Ja, es geht weiter mit Mainz. Eine knappe Tageszusammenfassung, zusammengestellt von unseren Kollegen aus Mainz. Wir müssen ein bisschen improvisieren. Ich bitte, dass die Matz in Mainz jetzt abgefahren wird. Hallo Mainz. Kirsten Emmelmann ist gut gestartet. Petra Müller, die DDR-Kollegen sagten mir vorhin noch, sie ist eigentlich nicht der Siegertyp wie eine Marita Koch. Und trotzdem traue ich ihr den Sieg zu. Kirsten Emmelmann läuft sehr stark an. Da sehen wir, sie geht jetzt auch optisch schon an die Spitze, hat die Kurvenvorgabe von den vor ihr gestarteten Läuferinnen längst eingeholt. Ein sehr schnelles Anfangstempo, ob sie das halten kann. Petra Müller und Kirsten Emmelmann, aber Briskina auf der Bahn 2 kommt da. Oh, Petra Müller hat nicht das Stehvermögen. Briskina aus der Sowjetunion. Souverän macht sie das. Wer hätte das gedacht? Sehr gute Zeit, 49,39 Sekunden. Zweite Petra Müller, dritte Kirsten Emmelmann. Und Sie können es im Moment nicht sehen. Kirsten Emmelmann schlägt die Hände vors Gesicht, als wolle sie sagen, warum bin ich nur so schnell das Rennen angegangen? Vielleicht war das ihr früher Tod, um das mal mit diesen Worten zu formulieren. Kleines Geschubse, Sigrun Wodas in Führung. 56 Sekunden die Durchgangszeit, die soll uns hier jetzt nicht interessieren. Wodas vor Wachtel und Giraud. Olisarenko und Kratochvilova, die schon Schwierigkeiten hat, den Anschluss zu halten. Christine Wachtel in taktisch günstiger Situation übernimmt sie die Führung. Aber die Kubanerin Kiro bleibt ihr auf den Fersen. Sie muss förmlich ihren Hauch spüren. Und nun eingangs der Zielgeraden. Ja, ist da die Kubanerin, die tatsächlich schnellste Sprinterin, die ehemalige 400-Meter-Läuferin mit nicht sonderlich großer Erfahrung auf dieser Distanz. Das schafft die Kubanerin wohl nicht mehr. Die DDR-Läuferinnen kämpfen um den Sieg und Sigrun Wodas gewinnt. Ist das eine Überraschung? Wodas vor Wachtel und Olisarenko.
Nun würde er, nämlich Markov aus Bulgarien, nun Bestleistung springen, dann hieße das ein neuer Europarekord. Und soweit ist er wirklich nicht davon entfernt. 17,73 hat er bereits erzielt und 17,81 ist sein Europarekord. Also ganze 8 Zentimeterchen. Vielleicht gelingt es ihm. Ja, was fehlt ist die Weite? 17,92! 17,92, neuer Europarekord! Ganze 5 Zentimeterchen trennen ihn nun vom Weltrekord des Billy Banks, der sicherlich hier auf der Tribüne sitzt und etwas mitleidsvoll die Szenerie beobachtet. Das schauen wir uns noch einmal an. Europarekord durch Christoph Markov. 17,92 Meter. Wow. Martina Hellmann aus der DDR war mit 22 Jahren schon äußerst erfolgreich. Damals hieß sie noch Opitz mit ihrem Mädchennamen, warf 68,94 Meter und war die erste Weltmeisterin in Helsinki. Nun hat sie ihren 4. Versuch im Diskuswerfen der Frauen und führt die Konkurrenz wieder einmal an mit allerdings 71,08 Meter. Ja, könnte eine Verbesserung sein. Aber sie kann sich ihres Sieges keineswegs sicher sein, denn es folgen unter anderem Diana Ganski und auch Ilke Viloda ist nicht zu unterschätzen. 71,62 Meter, das hat gepasst. Kaum vorstellbar, dass man auf 2,13 Meter, das ist nämlich der Durchmesser dieses Betonkreises, sich anderthalb Mal bis zweimal drehen kann, den Diskus abwirft und nicht aus dem Kreis fällt. Das alles gehört dazu, um eine Weltklasseweite von 71,62 Meter auch in den Listen zu notieren. Ja, liebe Zuschauer, die Wettkämpfe sind beendet. Das Stadion leert sich hier auf dem Podest. Bei uns wird abgebaut. Einige Hubschrauber sind noch in der Luft. Wenn Sie wollen, morgen früh 9.25 Uhr wieder beim ZDF. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. I'll be back.